Ja, herzlich willkommen an alle Traderinnen und Trader. Ja, vielen Dank für die Grüße und ja, ich hoffe, dass ich euch heute mal wieder einen kleinen Einblick in unserem Service, den ich begleite nun schon seit etlichen Jahren und auch ein paar Updates geben werde oder kann über das, was ansteht. Und dass wir dann auch noch ein bisschen gemeinsam traden werden oder nicht, oder vielmehr, dass ich euch noch ein bisschen was zeige, was gerade live am Markt los ist, und ich versuche sozusagen das ein bisschen zu kommentieren. Und wenn sich das ein oder andere ergibt, dass man dann auch aus Demonstrationszwecken dann durchaus auch dann den ein oder anderen Trade mal eingeht. Wer einen Trade nachmachen möchte, bitte darauf achten, auf eigenes Risiko nichts machen, was ich unbedingt mache. Ich mache das hier rein. Das Webinar ist mehr oder weniger zu Demonstrationszwecken. Ich werde natürlich jetzt nicht aus Blödsinn einen Trade machen, aber es sei trotzdem noch hingewiesen, dass ich dort ja gerne was erklären möchte, was zeigen möchte und natürlich auch einen Einblick geben möchte. Wenn ihr draußen an den Showman Fragen habt zum kurzfristigen Trading, was euch unbedingt auf den Nägeln brennt, wo habt ihr Probleme, was geht gut, was funktioniert für euch gar nicht oder was zum Thema, was wir heute so ein bisschen besprechen werden, dann einfach in den Chat reinstellen. Bitte seht mir es nach, dass ich nicht alles beantworten kann, denn es ist jedes Mal eine überwältigende Teilnahme an diesem Webinar, an diesem kostenfreien Webinar, was ja fast zu einer festen Institution geworden ist, immer am ersten Dienstag eines jeden Monats. Ja, ganz kurz, ich habe gerade eben noch einen Artikel veröffentlicht auf der Homepage von Gotmo Trader, und zwar Trading von Fehlausbrüchen. Gerade auf der Homepage, wenn man drauf geht, kommt man auf diesen Artikel, dürfte fast noch oben stehen oder vielleicht schon weiter unten. Nee, hier steht da Trading von Fehlausbrüchen. Und ja, da nochmal darauf hingewiesen, wie gesagt, demnächst findet ein Seminar von mir statt, und das ist der heutige Verlauf vom DAX, und ich konnte ganz gut am oder nahe den Tees long gehen. Der DAX hat mir heute nicht ganz so gut gefallen. Das Abwärts war mir zu undynamisch hier gewesen in der Phase, warum ich auch vorwiegend auf Longs mich konzentriert habe. Ja, und wie es hier auch drinne steht, ja, könnt ihr euch da natürlich gerne mal reinklicken. Das Webinar geht über 4 Tage, in Summe 8 Stunden, und beginnt am 27.04. ab 18:30 Uhr, so dass man auch abends zuschauen kann. Ihr bekommt alle die Webinarmitschnitte. Ihr bekommt die Präsentation als PDF, so dass man wirklich damit arbeiten kann. Und klar ist, der Erfolg liegt dann sozusagen auch bei euch, denn es ist nicht einfach, beständig erfolgreich zu sein, und da gehört viel Erfahrung dazu. Wem das aber jetzt alles noch schon viel zu weit geht, ich weiß auch, ich habe in letzter Zeit sehr viel Kontakt oder einigen Kontakt gehabt zu Tradern, die noch gar nicht, die noch im Bereich der Zertifikate sind. Für die zu empfehlen, wenn ihr auf der Homepage von Gotmo Trader seid, geht oben auf Webinare, Seminare und klickt auf Experten Heiko Behrendt. Das ist die Veranstaltung, die gerade läuft, und am 12.04., das dürfte fast schon nächste Woche sein, findet nochmal ein kostenfreies Webinar statt, wo es darum geht, wo ich so ein bisschen einfach einen Einblick, Zertifikate CFDs hauptsächlich zeigen möchte, wo ich so ein bisschen über Vor- und Nachteile im CFD-Trading eingehen werde. Ja, und so ein bisschen meine Sichtweise zum CFD-Trading dort darlegen möchte. Wie gesagt, kostenfreies Webinar, einfach abends reinschalten, 18:30 Uhr, auch da gibt es dann einen Mitschnitt. Ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, und hier drunter dann noch das andere Seminar, aber da bin ich ja gerade drauf eingegangen. Und wer mich vielleicht mal gerne mal live sehen möchte, fällt mir da gerade ein, wer mich gerne live sehen möchte, der kann auf die Invest kommen. Auf der Invest bin ich auch wieder beim Live-Trading dabei. Ja, und werde dort ein bisschen auch vor Ort sein, bis Samstag früh vielleicht, also Freitag und Samstag früh vielleicht noch da, aber ansonsten kann man mich Freitag dort auf der Invest gerne treffen. Müssen wir hier eingeben, Invest 2016.
Und ja, da ist es, das Live-Trading, Invest216 Live-Trading, BOT, die BOT veranstaltet das. Großes WOT Live-Trading-Event, da ist er dabei, der Heiko Behrendt für JFD Brokers. Gut, ich freue mich auch auf die anderen kennenzulernen, auch Mr. Dax von Iondo, auf alle Fälle sicherlich interessant und gut, die anderen beiden sind nun mittlerweile auch bekannte Namen im Trading. Auf alle Fälle freue ich mich auf das Event, wer da gerne mit dabei sein möchte, kann da gerne mal hinkommen. Jo, gut, also da hätten wir erstmal sozusagen so den Block erstmal weg. Das, was jetzt demnächst ansteht, also kostenfreies Webinar, Live-Trading auf der Invest mit mir und das kostenpflichtige Webinar. Ja, gern gesehen. Gut. Ja, worum geht's? Bei dem Trading, gerade kam eine Frage rein, die sehr interessant ist. Wie erkennt man denn eine Trendwende im 5-Minuten-Chart am besten? Welches sind die Kriterien, die zum Erfolg führen? Ganz allgemein gesagt, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Ausbildungen von Tagestiefs. Vielleicht sehen wir heute hier noch eins. Also ich zeichne in letzter Zeit ganz gerne. Wir werden auch noch mal ganz kurz auf den DAX eingehen. Der war ja heute ja schon nicht so einfach zu handeln, aber hier ganz kurz noch mal. Auch eine gute Frage, komme ich gleich dazu. Also wie läuft der Markt normal? Abwärtstrend. So sieht er aus. So, jetzt zwei Möglichkeiten. Der Fake-Variante, die beinhaltet ein neues Tief. Und dann muss hier die Konstellation für dieses Fake treffend sein. Und dann brauche ich diese Reaktion nach oben. Hier oben stoppt die ganzen schönen Trader raus, die klassisch nach einem Buch handeln. Wo das Buch, es ist ja sehr bekannt, dieses Buch, wo das Buch sagt, hier unten, da gehe auf Short. Ja. Das ist durchaus möglich, aber das Buch sagt auch durchaus, dass man das eher auf einen Zeitrahmen größer, warte, so rum, halt, verkehrt rum, größer 60 Minuten machen soll. Ja, und im 5-Minuten-Chart ist es durchaus so, dass wir im 5-Minuten-Chart sehr oft das so sehen, dass wir halt genau dieses Phänomen haben. Also das ist Trendwende, ich schreibe jetzt mal, sonst wird es zu lang, Trendwende 1, so Wende 1 mit der Maustusche. Und die Trendwende 2 ist auch eine klassische Wendeformation, das heißt, wir haben einen Trend. Und bekommen dann entweder so steigende Tiefs, wenn es richtig gut läuft, geht es hier direkt rüber in die mögliche Wende. Danach, ich kann aber nicht sagen, das nennt sich ein 1, 2, 3 Tief, also eine klassische Umkehrformation aus der Markt- und Charttechnik. Was ich aber hier nicht sagen kann, ich kann nicht sagen, ob das ein Reversal wird. Ich muss ja auch schauen, wie verhält sich der Markt immer wieder an gewissen Hoch- und Tiefpunkten. Geht er da dran, geht er breite ab, geht er durch, bildet er hier vielleicht wieder eine Range, fällt er dann wieder runter. Gestern auch im DAX war ja auch so eine Sache, dass der Markt da sehr, sehr, also erst stark nach oben, dann sehr stark nach unten und man musste dauernd die Struktur umdenken. Und auch das muss ich hier auch immer wieder machen. Ich muss mich natürlich dem Marktverlauf über die Zeit anpassen und auch, ja, heute war es so, ich konnte zwar diese Longs, diese Fake-Ausbrüche erfolgreich handeln, aber ich hätte mir durchaus gerne ein bisschen mehr gewünscht. Okay, also das heißt, Variante 1 ist klassischer Durchbruch, wenn da denn diese Vorgehensweise da ist, dass zum Beispiel die Kerze nicht unter dem neuen Tief schließt und der Markt dann vorher nach oben und dann wieder nach oben dreht, dann kann man davon partizipieren. Man kann aber prinzipiell nie davon ausgehen und sagen, das wird jetzt das Reversal schlechthin. Also das geht nicht. Dafür muss man die Spuren lesen lernen können. Genau das, was ich auch am ersten Tag in dem Seminar vermittle, das Spuren lesen lernen. Also das heißt, kommen diese Eindeckungen, wenn sie kommen, wie sehen sie aus? Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ja. Heute um 9, das gleiche bei 9,927. Müssen wir nachher mal gucken. Ja, also wie gesagt, das ist halt genau. Ja, man muss immer Schritt für Schritt gucken. Und ich weiß auch gerade, dass auch in also in meinem Premium-Service auch einige Teilnehmer ziemliche Schwierigkeiten gerade mit dem Markt haben. Der Markt ist nicht einfach.
Und weil er auf der einen Seite sehr volatil ist und auf der anderen Seite doch auch ja, teilweise gar nichts passiert, ja. Also wir gehen mal ganz kurz den DAX im Fünfer. So, hier sehen wir jetzt den DAX im 5-Minuten-Chart von gestern, ja. Auch hier, gestern hatte ich das im Webinar nämlich angesprochen, dass man natürlich hier sieht man eine schöne Aufwärtsbewegung, dann könnte man vermuten, oh hier 38% Korrektur, kann der Markt ja mal schön nach oben gehen. Ja, und hier dreht er gestern aus einer sehr, sehr doofen Situation heraus, Short. Das war nichts von beiden, also kein klassisches Umkehrmuster und aber auch kein Fake-Ausbruch. Hätte ich mir gerne ein bisschen besser vorgestellt. Und dann geht es halt nach unten. Ganz wichtig heute auch das als Tipp für alle, die vielleicht kurzfristig traden. Man muss einfach zur Zeit sehen, es gibt zwei Handelszeiten hauptsächlich. Einmal Vormittag Europa DAX und am Nachmittag die Amis. Ich erinnere nur am Freitag. Gut, der DAX ist jetzt nicht so stark am Freitag mit nach oben gegangen. Aber wenn man die Amis gesehen hat, die das ein komplettes Tagesreversal hingelegt haben, das ist schon monstermäßig. Also das heißt, die Amis interessiert das, was die Europäer vorbörslich machen, teilweise gar nicht und die drehen komplett das Dings um. Ja. Jetzt kommt noch eine Frage rein, zwei interessante Fragen. Also die Techniken deines Moduls 1, ich lese erstmal vor die Fragen. 1, kann man die mit CFD und MT4 erfolgreich umsetzen oder braucht man Volume Profile, sprich Linientrader? Genau deswegen habe ich diese Serie gemacht, weil das Modul 1 soll sich wirklich ausschließlich auf Candle-Formationen beziehen, ohne Level 2, ohne Volume Profile, ohne Order Flow, weil viele das gar nicht haben, auch gar nicht in diesen Bereichen traden, wo es für sie auch interessant ist, überhaupt diese Information zu nutzen. Ja, wenn man das hobbymäßig macht oder mit einem kleinen Konto macht, ja, wie gesagt, und gar nicht bereit ist, das Geld für so ein Datenfeed auszugeben, für eine Software auszugeben. Und deswegen habe ich das Modul 1 wirklich nur so gemacht. Auch das Thema Spurenlesen, ja, ist auch ohne Orderbuch. Also es ist wirklich das, was ich hier hergenommen habe für den Chart als solches. Ja. Okay, vielleicht jetzt zum DAX nochmal. Hier könnte es jetzt interessant werden, nämlich ist jetzt kein klassisches Muster schon mehr, aber hier könnte auch so ein 1, 2, 3 Tief laufen. Das heißt, mit diesem Überschreiten dieses Punktes ist sehr wahrscheinlich, wenn jetzt die Amis, die haben jetzt offen, dass wir hier im DAX auch noch dieses 9.600 kriegen. Und dieser Punkt ist sehr interessant für die, die natürlich. Für die, die mit Fibos arbeiten, die kommen hier auch auf diesen Punkt. Das heißt, wenn man jetzt mal vom aktuellen Tagestief zum letzten Hoch das anlegt, kommt man so auf 61% Korrektur, also zwei Drittel der Bewegung relativ langsam nochmal aufgenommen. Ja, und jetzt muss man dieses Gefühl auch reinbekommen und zu sehen, okay, nach unten tut sich der Markt extrem schwer und jetzt nach oben geht es leichter. Aber man sollte auch hier erstmal nur bis zur 9.600 schauen. 9.608 und nicht weiter. Wenn der Markt dann das mal, falls er es, ja, ich habe auch keine Glaskugel und wie gesagt, die Amis sollte man immer mit im Blick haben, aber falls er da drüber geht und wenn er dann einen Pullback macht und danach, dann hätte man einen richtig guten Dreh. Ansonsten, das hier ist erstmal die Minimumspekulation, auf das es passieren könnte. Und wenn heute die erste Bewegung immer wieder versagt, kann es auch sein, der geht halt nur bis hierhin und dann eiert er wieder weiter bis dahin. Also wichtig ist, er muss erstmal das Level knacken, die 968 und dann gucken, was passiert. Ja. Also es gibt halt einfach 100.000 unterschiedliche Möglichkeiten, wie ein Markt laufen kann. Ja. So. Und das richtet sich halt immer an die Trader, die halt das Volumen im Markt reingeben und damit halt die Märkte auch bewegen. Deswegen ist für mich das Volume Profile halt unerlässlich. Und deswegen möchte ich euch gerne nochmal, auch wie gesagt, ich will keinen dazu animieren, aber vielleicht für jemanden, der das noch nie gesehen hat, ich zeige euch jetzt mal das Volume Profile und warum der Preisbereich im DAX bei 9,567 so interessant ist. Im Future stehen wir gerade um die 40 Punkte tiefer. Aber da einfach mal drauf geschaut, warum das durchaus ein interessanter Punkt sein kann, könnte. Ja, also ich muss ja immer so reden. So, was ich immer mit offen habe, ist ein 15-Minuten-Chart oder ein 30-Minuten-Chart hier. Also ihr seht sozusagen jetzt immer die Kerze. Und ich könnte es jetzt auch, ich mache mal vielleicht, damit man das nochmal ein bisschen besser hat. Ich tue mal hier einfach das Volumen mit rein, also das gehandelte Volumen.
Also den Umsatz in einer Kerze New, okay, so. Das heißt, ihr seht ja hier unten, das kennt ja jeder, das Volumen, was wir in einer, das ist jetzt eine 30-Minuten-Chart, also das Volumen, was wir hier in einer Kerze handeln, also 9:30 Uhr, haben wir in Summe 12.686 Kontrakte gehandelt. Wie haben sich die Kontrakte verteilt auf die 30-Minuten-Kerze? Und das sind die blauen Balken, die ihr hier dran seht. Ja, also dieser Balken hier, das ist sozusagen das Volumen auf der Unterseite in der halben Stunde verteilt auf jeden Preislevel. Ja. Und damit bekomme ich einen Einblick, nicht wie viel in einer Periode gehandelt wurde, ob viel oder wenig, sondern wo viel oder wenig gehandelt wurde. Ja. Ja, und das ist halt interessant. Und jetzt kommen wir hier an diesen Punkt, der für mich interessant ist. Einmal wurde heute gegen 12 Uhr oder bis 12 Uhr in dieser Kerze hier unten relativ viel Volumen im Future bei 9.600 gehandelt. Ganz knapp davor stehen geblieben sind wir und haben hier dieses Tief nicht unterschritten, das letzte lokale Tief oder um einen Punkt. Ja, und man sieht hier ganz detailliert, wie viel Kontrakte auf jedem Level gehandelt wird, ja, oder wurde. So interessant ist halt jetzt hier dieser Staubereich, also im Future sind es die 9.618 und 9.616, da sollte der Markt jetzt so ein bisschen anhalten. Dann wäre es okay. Probleme kriegen wir halt auf der Oberseite, sobald wir das Volumen auf der Oberseite, da kommt der Markt nicht durch. Ihr seht das hier, 14 Uhr, dort 400 Kontrakte bei 9.634 getradet. Und da hat der Markt halt Schwierigkeiten. Der Markt ist nicht bereit, höhere Preise anzunehmen bis jetzt. Und da bildet sich dann hier so ein Bauch aus. 9.634,5 ist der Haupthandelsbereich des heutigen Tages. Also das heißt, 2128 Kontrakte wurden ausschließlich auf diesen beiden Levels getradet. Also ich habe das noch zusammengefasst auf einen Punkt. Also man sieht hier keine halben Punkte, sondern immer nur einen ganzen Punkt zusammengefasst. Kann das auch auseinandernehmen. Ist mit der Software halt alles möglich. Ja, und jetzt habe ich es auseinandergenommen. Also um genau zu sein, auf einem einzigen Level heute 1118 Kontrakte auf der 2634. Ja. Und ja, die Player dort, das sind die, die den Markt bewegen, die dort handeln. Die führen dazu, dass sich das Ding halt bewegt, hoch oder runter. So, und deswegen schaue ich auf dieses Volumen und es ist für mich mittlerweile relativ wichtig, um einfach zu sehen, wo Haupthandelsbereiche sind, die halt nicht überwunden werden können, wo sozusagen Volumen aufgebaut wird oder wo Volumen halt gehandelt wird. Und was wäre für mich jetzt im 15-Minuten-Chart oder vielmehr hier im 30-Minuten-Chart jetzt so wichtig, dass hier die 9616 halten. Rein volumentechnisch, ja, ist das der Bereich, der sollte hier halten. Wenn das vonstatten geht, alles schön. Wenn nicht, nicht schön. Für die Longseite, also im Sinne der Longseite. Ja. Des Weiteren sollten wir jetzt, je höher es geht, immer über dem Volumen handeln. Ja. Sodass man auch antizipieren kann, okay, der Markt ist bereit, auf höheren Levels weiterhin Volumen zu traden. Und wenn das zusammentrifft, dann hat man da eine ganz gute, kriegt man da durchaus ein ganz gutes Gefühl dafür, wo ist Action und wo ist keine Action. Wo kann ich mit dem Trend rechnen oder wo muss ich aufpassen, dass das Ding halt vielleicht stoppt? Ja, also das ist für mich ganz wichtig. Und für mich ist der Preisbereich von 9.620 der ultimative, nicht der ultimative, aber ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Wer vielleicht ab und zu mal den Tag an den Märkten schaut, ich war da jetzt letztens immer mal zu Gast und habe dann so ein Volume Profile Chart gezeigt. Und den möchte ich auch noch mal zum Schluss zeigen, bevor wir dann ins normale, reine Trading eingehen, ohne mal heute ohne Volume Profile und so weiter und so fort. Und zwar vom FDAX. Und ich tue das mal ganz kurz hier hin machen. Und die 9.620 ist ein Punkt, der jetzt sich leicht verschoben hat, aber das ist ein Volume Low. Also 9.620, 9.611 ist ein Volumen Tief vom gesamten Jahr, was wir bis jetzt gehandelt haben. Also von dem gesamten Handelsverlauf. Ich schieb's mal einfach zusammen. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen chaotisch aus. So, da seht ihr jetzt das gesamte gehandelte Volumen in diesem Jahr, wie sich das verteilt hat. So. Und auf der Oberseite war man jetzt kurz davor, dass man in den Preisbereich reingehen, der höher geht. Der wurde nicht angenommen.
Und jetzt sind wir auf der Unterseite und testen die Preislevels aus. Und man sieht jetzt hier diesen doch recht starken Einschnitt. Ja, der jetzt hier bei 9611, 9620 ist. Und das ist gleichzeitig auch das Hoch, der Hochbereich aus die Tageshochs vom 22.02., da wo bevor wir hier ausgebrochen sind und dann nach oben gedriftet sind. Und da bin ich mal gespannt, wie es aussieht. Als Ausblick für alle Trader, die vielleicht auf Long setzen, wenn der DAX morgen überhalb der ganz grob der 9635, das sind ungefähr die 96 9600, 9590, wenn da der DAX drüber handelt morgen, dann haben wir die Chance auch morgen ein Reaktionspotenzial zu sehen. Ihr seht ja, der Markt bildet hier unten Volumen. So. Und sollte der Markt morgen drüber handeln, drüber, dann kann sich der Markt hier wieder sukzessive auch nach oben schrauben. Ja, zum Beispiel, wie man das auch den einen Tag hier gesehen haben. Ja, der Markt bildet hier unten Volumen und schraubt sich dann den nächsten Tag höher. Oder auch hier oben nach dem langen Tag oder perfekter Tag ist der hier. So, nur damit man mal so eine Idee hat, was ich da meine. So, jetzt schaut mal hier auf diesen Tag hier. Da. Der Markt fällt runter und bildet hier Volumen. Ja, einmal hoch, einmal runter, fast ein Doji und nächsten Tag handelt der Markt nicht mehr in dieses Profil rein, also in diesen Punkt rein und bleibt da drüber und dann kam dieser Monster-Move. Und sowas finden wir relativ oft. Wichtig für mich morgen zum Beispiel heute schon die 9600 als glatte Marke. Kann man jetzt schon mal drauf achten. Ja, wie gesagt, große Trader brauchen immer andere Trader, die Volumen bilden. Handeln wir morgen unter 9611, dann sage ich mal gute Nacht. Dann sage ich Next Target 9,5. Ja, das sind Tageskerzen aus dem DAX Future. Das sozusagen die Volumenverteilung des gesamten Handelstages auf der Preisebene, nicht auf der Zeitebene, sondern auf der Preisebene. Ja, und das wird morgen, also morgen der wichtigste Punkt ist der, wo heute das Volumen gebildet wird, das wird für mich morgen der Referenzpunkt, sagen wir es mal so, werden. Darüber kann es passieren, dass wir Eindeckungen sehen von denen, die hier unten weiter Short aufbauen. Handeln wir darunter, können wir weiterhin prozyklisch fallen und sehen eventuell, ja, wie gesagt, hier haben wir sehr, sehr wenig gehandelt in der Bewegung nach unten, kaum Volumen gebildet. Ja, wenn man es jetzt mal im Vergleich sieht, die Länge der Balken. Ja, die sind überall gleich. Und wenn man den langen Balken mal vergleicht von heute mit dem, was da am, welcher Tag ist das, am 10.3. gehandelt wurde, da ist Platz nach unten. Also, da bitte ein bisschen aufpassen morgen. Also da drüber, über 9620 im Future, also 9900, der Bereich erstreckt sich ungefähr bis 9650. Das könnt ihr, die Range habt ihr auch im Tageschart drinne. Da drüber ist okay mit Long, darunter im morgigen Tag eher die Shortseite. Hier gibt es auch so ein kleines, wie so ein Vakuum, ja, bei 9500. Und das ist schnell gemacht, sowas. Ja. Da hat vorher keiner dort gehandelt. Ja. Aber wenn jetzt welche dort handeln wollen, dort reinhandeln wollen, dann geht das relativ fix. Gut, also das mal so als Idee, ganz grob nur vom Volume Profile her, worauf ich da so ein bisschen geschaut habe. Ja, und ja, wird auf alle Fälle spannend werden. Zudem, wie gesagt, auch im Stream habe ich es ja auch geschrieben, dass man da halt schauen muss, dass wir nicht auf Wochenbasis jetzt abklappen, ja, und den Wochentrend jetzt aufnehmen. Ja, wie gesagt, das ist per heute mit deutlichen Unterschreiten des Tagestiefs vom Freitag der letzten Woche bis jetzt mal aktiviert. Ob sie es bis Ende der Woche durchhält, müssen wir mal sehen. Interessantes Phänomen jetzt gerade im DAX hier ist bis jetzt, ihr seht ja die Anzahl der Kontrakte, die hier getradet werden. Bis jetzt wird hier relativ wenig gehandelt. Also das ist so ein Bereich, der nicht interessant ist. Und deswegen zieht es von diesem Bereich auch sehr oft wieder nach oben. Ja, also immer wieder von der 968 nach oben Richtung 9618, aber auf der Oberseite kommt auch nichts rein. Gut, wir schauen uns jetzt aber erstmal USA an, weil das ist ja mein Markt, den ich jetzt trade.
Es geht natürlich alles. Also Frage war, warum genau 30 Minuten? Es ist so, wer sich mit Volume Profile oder Market Profilen befasst in USA, dort ist es so, dass man dort immer in einem 30 Minuten Intervall dort argumentiert. Deswegen, ich habe aber meistens 15 oder 30 auf. Also eigentlich die Hauptzeit, die man hier sieht bei mir, ist eigentlich hauptsächlich 15 Minuten. Also 15 Minuten finde ich im DAX für mich ganz passend. Ja, und da komme ich halt manchmal auf so, hatte ich heute auch so Geistes- oder so Geistesblitzer habe ich dann da, ja, wie, oder wie soll man sagen, also wenn man dann sieht, wie sich das Volumen über 15 Minuten ist jetzt ja nicht so eine lange Dauer entwickelt und man sieht sowas, also es war halt nicht ganz so schön, aber wenn man sieht, eine 15-Minuten-Kerze hier ist fertig, hohes Volumen gebildet, tiefer wie das vorangegangene und die neue 15-Minuten-Kerze beginnt und pendelt hier so 10 Punkte drum und setzt sich dann nach unten ab. In dem Falle war das sehr, sehr gut zu handeln. Ja, also man hat in einem starken Trend es oftmals so, dass das Volumen immer Schritt für Schritt tiefer handelt. Das war heute die Eröffnung, ganz viel Volumen bei 9.700 glatt. Und den Strich habe ich mir eingezeichnet, Markt geht ganz kurz drüber und ab dafür. Also das, wie gesagt, für mich immer interessant und auch hier diese Long Trades jetzt hier in diesem Staubereich zu machen, fand ich auch ganz, ganz schick. Ja, und ja, also wie gesagt, gibt es ab und zu mal interessante Informationen darüber, dass man da sieht, wo passiert was. Mehr ist es jetzt auch nicht. Ja. Aber man kann sich ab und zu manchmal einen besseren Reim drauf machen. Gut. Das kann man für den Ninja Trader, das muss man erwerben. Eventuell habe ich bald einen neuen, auch ein, also man kann es sich holen. Also da gibt es eine Seite, die nennt sich, ich schreibe sie mal rein im Chat, Futures.io, Futures.io. Da muss man. Früher hieß es Big Mike Trading, da muss man ein großes, da muss man einen Account aufmachen, Member werden, Gold Member oder Elite Member und dann kann man dort den Indikator erwerben. Also dann nach Volume Profile googeln und dort in dem Forum und dann kann man das erwerben. Ansonsten, man kann es auch so halbwegs kostenfrei machen, da muss aber dann der Rechner durchlaufen, weil der die Daten historisch nicht speichert. Dazu einfach mal in Google eingeben, Heiko Behrendt Installation Ninja Trader Indikator auf YouTube, findet man ein Video, wo ich das alles erkläre. Können wir ja mal eingeben. Heiko Behrendt Installation Ninja Trader. Habe ich selber noch nie gegoogelt. So, YouTube. DAX Live Trading, DAX. Ansonsten auch mal auf den Kanal gehen. Also ich gebe euch mal den Kanal, damit wir jetzt zum Traden kommen. Und dann könnt ihr in dem Kanal findet ihr das. Installation Ninja Trader. Ist es und dann könnt ihr da Tutorial Installation Ninja Trader, dort ist alles erklärt. Angucken. Und los geht's. Gut. So, nun aber. So, 15 Minuten sind vergangen, ist eigentlich immer ganz gut. Und ja, wie lege ich denn auch in meinem Premium-Service im Trading los? Das heißt, ich mache immer vorher eine Analyse im Markt. So, und wenn wir uns jetzt mal den Dow Jones, den ich am Nachmittag immer trade, anschauen, dann sehen wir durchaus, dass wir hier aktuell, ich habe schon mal eingezeichnet, doch eher fallend sind. Auf der einen Seite vom Tageshoch oder von den Hochs hier aus gesehen von 17,8 sind wir natürlich jetzt hier in einem Rücksetzer drinne, der aber durchaus sich, wenn wir auch noch das Tief vom, was ist das? Heute ist Dienstag, vom Freitag unterschreiten, könnte es durchaus noch einen weiteren Rutsch geben und dass wir noch stärker fallen in Richtung, keine Ahnung, 17,7, 17,3. 17,4, 17,3, sowas. Also wie gesagt, ich mache jetzt hier keine Aussage, dass der Dow auf 17.000 fällt. Das wäre viel zu weit weg. Jetzt von meinem Blickfeld her.
Aber prinzipiell, was möchte ich jetzt hier sehen? Wenn ich meine Analyse hier mache, ist halt jetzt die Überlegung hier, ob der Markt den Preisbereich, wo er das letzte Mal gestartet ist, jetzt zum Verkaufen ausnimmt. Also am Freitag sind wir ja dort gestartet und haben dieses starke Reversal gemacht, was jetzt komplett abverkauft wird. Also gehen wir jetzt hier direkt prozyklisch nach unten durch. Das heißt, wir werden jetzt Folgendes machen oder ich werde jetzt Folgendes machen. Ich schaue mir ganz genau an, wie verhält sich jetzt der DAU am Intraday-Tief von heute. Kommen dort Verkäufer rein, versuche ich prozyklisch Short zu handeln, kommt dort nichts rein und wir nehmen das Tief nur ganz knapp raus. Dann kann ich genau das Setup umsetzen, das, was ich heute auch bei auf der GodmoTrader-Seite geschrieben habe, nämlich vielleicht sogar einen Fake-Ausbruch durchs Tagestief. Hier fällt mir gerade ein, vorhin habe ich noch eine Frage gelesen, wie lange kann man denn mit CFDs die Amis handeln? Man muss sagen, die Amis schlafen ab 18 Uhr komplett ein zur Zeit. Das heißt, es macht eigentlich fast abends gar keinen Sinn mehr, die US-Börsen zu traden. Eventuell in der letzten halben Stunde oder letzte Stunde würde ich nochmal schauen, aber ab 18 bis 20 Uhr kann man das Ding eigentlich komplett knicken. Das Volumen ist komplett raus. Wir können uns da nochmal den Dow-Future anschauen, wie das Volumen verteilt ist, damit ihr vielleicht auch nochmal einen Einblick bekommt, wie dort oder was dort gehandelt wird und vielleicht auch so seht, okay, da wird ganz wenig gehandelt und da muss ich dann mich gar nicht engagieren. Ja. Da ist halt dann das Volumen schon so ein bisschen hilfreich. Man sieht es aber auch im Chart als solches, weil der ganz langsam tickert. Ja. Also ihr habt ja hier im MetaTrader das Tickern von dem, was ich jetzt vom DAO und dann sieht man halt, ist es ganz langsam. Das ist jetzt heute auch schon extrem langsam. Und ja, was ich halt jetzt gerne nutze zurzeit immer, ist die Verschachtelung von 1 Minuten und 5 Minuten Chart. Im letzten Mitschnitt habe ich das ja auch schon mal gezeigt, diese Verschachtelung. Finde ich eigentlich ganz gut, auch für meine Teilnehmer, dass die so ein bisschen besser sehen, wie läuft der 5 Minuten und der 1 Minuten in Kombination. Ja, man kann es manchmal sagen, wie beim Immobilienmarkt. Ja, auch die Lage der Candle als solches ist sehr, sehr wichtig oder unter Umständen extrem wichtig. Ich arbeite, weil die Frage auch gerade kam und sehe ich im Augenwinkel wegen Indikatoren. Also ich arbeite vorwiegend ohne Indikatoren. Ich brauche keine Indikatoren, denn ich müsste den Indikator immer an die Volatilität anpassen, weil der Indikator berechnet ja den Kurs des Indikators aus den vergangenen Kursen. Das heißt, wenn sich jetzt so wie jetzt gerade der Markt hier plötzlich 50 Punkte hoch und runter bewegt, dann kann sein, dass der Indikator mir ein Fehlsignal liefert, sondern und er mir nur die guten Signale liefert, wenn der Markt sich halt 25 Punkte bewegt. Das muss ich halt wissen. Und deswegen an der Stelle brauche ich so keine Indikatoren, sonst müsste ich immer die justieren. Also ich müsste sie immer dynamisch anpassen an das Marktverhalten. Der einzige Indikator, den ich nutze, ist die Average True Range. Die gibt mir einfach nur im 5-Minuten-Chart einen Hinweis, wie stark der Markt in den letzten 3, 5 Minuten geschwankt ist. Ganz grob ist ein Orientierungswert, damit ich weiß, okay, wir schwanken jetzt um die 20 Punkte. Ja, muss ich ja andere Stops verwenden, wie wenn der Markt vielleicht am Abend nur 5 Punkte schwankt oder 6 Punkte. Ja. So, also das Bild als solches ist völlig, also ist eigentlich genauso chaotisch wie im DAX heute. Also wir nehmen Hochs raus, wir nehmen Tiefs raus und bewegen uns am Ende nicht. So, und hier haben wir auch als Skype-Trader ein ziemliches, hier haben wir auch ein ziemliches Hin und Her. Bezüglich des Indikators, ich würde den am Ende bekannt geben, oder ihr googelt M-Candles, dann habt ihr auch diesen Indikator. Das Problem, was wir hier bei diesen Verschachtelungen dieser Kerzen haben, also dieses Hin und Her, also der Markt bewegt sich 2 Minuten nach unten, 20 Punkte. 3 Minuten hoch, 20 Punkte. Das Problem, was ich immer meinen Teilnehmern auch sage, sind bei diesen Kerzen, dass wir eigentlich nur Risiko haben. Wir haben kaum die Chance auf Gewinn. Jetzt sagt der eine, haha, wieso denn das? Aber wenn man sich das detailliert anschaut, dann ist es so, weil wir wissen nicht, geht diese Kerze, die jetzt hier ist, die kann auch 20 Punkte wieder runtergehen. Das heißt, wenn sich vielleicht jemand fragt, warum er bei solchen Märkten nicht vom Fleck kommt, wenn er jetzt so ein bisschen vielleicht keine Trefferquote von 60, 70% hat, oder
Er merkt, dass er dauernd auf der Stelle tritt oder leicht nach unten kippt oder vielleicht sogar stark nach unten kippt, weil er geht jetzt hier unten short, plötzlich geht's hoch, er geht jetzt hier long, plötzlich fällt es wieder runter. Das liegt genau an diesen starken Verschachtelungen dieser Kerzen. Und so einen Markt zu traden ist wirklich auch für mich im kurzfristigen Bereich extremst fordernd, weil es gibt keine Kontinuität im Markt, sondern der Markt, wenn ich es jetzt hier nochmal zeichne, ja, der Markt bewegt sich halt einfach volatil, also volatil runter, im 1-Minuten-Chart hoch, zack, runter, so. Und im 5-Minuten-Chart ist das halt hier eine Abwärtskerze. Ja, dann kommt hier vielleicht ein Doji, eine Aufwärtskerze und dann kommt noch eine Kerze, so. Das mag ja okay sein, aber der Markt wechselt sehr oft die Kerzenfarbe. Und es kann sein, wenn ich jetzt hier meine, ich mache mal eine, einfach eine ganz normale, so ein Block als 5-Minuten-Kerze. Es kann sein, die Kerze, noch ein Schatten unten dran. So, machen wir es so. So, die Kerze beginnt hier. Der Markt steigt. Man denkt, oh, jetzt geht's los. Dann fällt er wieder ganz stark, dann steigt er wieder. Die erste Minute steigend, zweite Minute fallen, dritte Minute extrem stark steigend, vierte Minute wieder Vollgas nach unten, fünfte Minute wieder nach oben. Das heißt, der Markt wechselt etliche Male die Farbe und am Ende kann man nicht sagen, wenn ich jetzt jede Minute, also die Entwicklung dieser 5-Minuten-Kerze hernehme, kann man nur Rätsel raten, ob die Kerze am Ende schwarz wird oder so weiß, wie sie jetzt hier dargestellt ist. Und das macht das Trading extremst schwer und führt dazu, dass wir halt oftmals nur Risiko haben. Weil sind wir short, werden wir hier oben ausgestoppt mit neuer Kerze, wenn wir jetzt hier short sind. Sind wir long, kann es sein, dass wir aufgrund des vorhergehenden Abfalls, der in der ersten Minute statt oder in der zweiten Minute stattfindet, hier unten ausgestoppt werden. Das heißt, wir haben oftmals nur extrem große Stops und das ist halt saugefährlich. Halt fürs, also nicht gefährlich jetzt fürs Traden, aber es führt dazu, dass wenn der Markt sich hier nicht kontinuierlich, wie er es jetzt hier gerade macht, bewegt, ja, dass wir halt nur Risiko haben. Und dann ist das Traden natürlich nicht so schön. Gut, ganz wichtig ist, man muss sein Risiko alles vorher bestimmen. Man muss genau wissen, was man als Stop bereit ist zu riskieren, was man an möglicherweise an Ziel haben möchte, welche Positionsgröße möchte ich nachkaufen innerhalb meines Setups oder möchte ich mit Teilverkäufen arbeiten und so weiter und so fort. Das muss alles, also wie gesagt, es müssen ganz, ganz viele Vorarbeiten noch geleistet werden, die, auf die ich jetzt hier alle nicht zu sprechen kommen kann. Ja, es würde wahrscheinlich den Rahmen dieses Webinars sprengen. Aber die müssen alle getroffen werden, um dann als nächstes einen Trade überhaupt eingehen zu können. Und wichtig ist in so einem Markt wirklich die eigene Meinung ganz weit hinten anstellen. Wie gesagt, ich habe jetzt in meinem Webinar auch den einen oder anderen Teilnehmer, der starke Schwierigkeiten mit diesem Markt hat. Weil er einfach, also man denkt vielleicht, ist eine ganz, ganz logische Denkweise, man denkt sich, oh hier, komm, jetzt geht er hier oben drüber über die 17.636, ja, und jetzt steigt das Ding, jetzt kommt hier steigende Kurse, ne? So. Und plötzlich fällt das Ding aber, und er geht hier auch noch über das Hoch drüber, und plötzlich knallt das Ding komplett hier nach unten weg. Und das Allerfieseste wäre natürlich hier das letzte lokale Tief noch rauszunehmen und dann wieder zu steigen. Und diese abrupten und sehr starken Richtungswechsel führen dazu, dass man, oder habe ich das Gefühl, dass man halt dauernd verarscht wird. Und wenn man da nicht emotional sattelfest ist, kann es natürlich sein, dass man irgendwann sagt, jetzt habe ich mich so oft ausstoppen lassen, jetzt setze ich gar keinen Stop und setze darauf, dass ich, wenn ich im Verlust bin, trotzdem irgendwann wieder in Gewinn komme. Und das wird, wenn es dann wieder tendiert, natürlich kann es zum Verlust eines gesamten Depots führen. Ja. Genau, 16 Uhr noch Nachrichten. Also das gehört natürlich auch in die Vorbereitung mit dazu. Also immer davor, bevor ich lostrade, gehe ich immer auf die Terminübersicht und hole mir dann die Termine und sehe dann hier 15:45 Uhr, jetzt kam schon der Einkaufsmanager-Index und jetzt hier 16 Uhr nochmal die entsprechenden Zahlen. Für mich sind die Zahlen, wie sie jetzt rauskommen, nicht wirklich relevant. Für mich ist halt relevant, was macht der Markt für eine Reaktion aufgrund dieser Zahlen. Ja, das ist für mich dann eher entscheidend.
Jo. Hallo Heiko, welchen Datenfeed benutzt du für NinjaTrader seit Zenfire gestorben ist? Also normalerweise hatte ich früher, hatte ich bis jetzt immer oder habe ich noch CQG-Daten, also das sind glaube ich die ja, CQG-Datenfeed und bin aber jetzt dabei umzustellen auf den Kinetic-Datenfeed. Liegt aber daran, dass ich mittlerweile Partner bei NinjaTrader bin. Das heißt, wer mal Interesse hat, den NinjaTrader mal kaufen oder käuflich zu erwerben, der kann gerne an mich denken. Und das über meine Homepage scalp-trading.de tun. Würde mich dann freuen. Also falls da mal jemand. Aber wie gesagt, die Plattform ist ja teuer und ja, und da deswegen habe ich jetzt den Kinetic-Datenfeed. Aber ansonsten habe ich den ganz normalen gehabt von NinjaTrader Brokerage. Gut, also positiv. Was ist jetzt positiv? Wir haben jetzt hier zweimal Kerzen und zweimal Kerzen, was sind das für ein Ausdruck? Wir haben jetzt in Summe drei Kerzen mit steigenden Tiefs. Der Markt geht jetzt nach oben. Mal schauen, jetzt in einer Minute kommen die Zahlen raus, was dort passiert. Wie gesagt, jetzt vorbereitend. Also, die Lows haben jetzt hier ganz gut gehalten. Die Frage, ups, Mensch, komm her. Die Frage wird jetzt die sein, wer denn die Hochs jetzt gekauft? Also Tiefs haben gehalten. Die Frage wird sein, finden wir nun am Hoch Anschlüsse, also Anschlusskäufer, oder aber streiken wir wieder am Hoch? So, dieses Eröffnungshoch würde ich ein bisschen ausklammern. Die Range, auf die ich hier ein Auge geworfen habe, kann man, denke ich mal, ganz gut erkennen. Also ich, wie gesagt, für mich wichtig, horizontale Bereiche. Das sind Schnittbereiche, wo der Markt einfach oft dran, durch oder genau dran gehandelt hat. Also das ist so für mich, ich würde sogar vielleicht noch ein bisschen tiefer ziehen, weil vorbürstlich muss jetzt nicht so viel dabei sein. Also nicht so. So. Gut, da kommen die Zahlen raus. Gab es einen schönen Spike nach oben. Also hier sogar ein Gap. Im Future weiß ich nicht, ob man da auch ein Gap sieht. Glaube ich eher nicht. So, ich mache mal ganz kurz hier den Dow Future an. So, so ist der Dow Future jetzt gelaufen. Ja, und ja, ordentliches Momentum drin, ordentliche Positionsgrößen drin. Müssen wir mal sehen, ob das Ding gekauft wird. Ich handle jetzt die Zahlen direkt so nicht. Also das heißt, ich warte mal ab, bis sich das so ein bisschen stabilisiert. Oder wieder back to the zurück zur Routine funktioniert und dann gehe ich meistens die Trade ein. Die Sache ist die, ich gehe nur in den Trade oder man sollte natürlich immer nur in den Trade eingehen, wenn man denn für sich gesehen ein Setup halt hat. Also eine Vorgehensweise, die einen in der Vergangenheit oftmals gesagt hat, wenn du das oder jenes machst, dann ist es richtig, dann kriegst du einen Gewinn. Und wenn das halt in 60, 70% der Fälle so ist, dann kann ich immer wieder nach dem gleichen Trade oder nach der gleichen Verfahrensweise vorgehen, also das gleiche Setup immer wieder anwenden. So, ich hüpfe jetzt hier nicht einfach rein, weil ich denke, ich verpasse was. Ja, es kann sein, dass ich hier reinhüpfe und ich bin der Letzte, der da reingehüpft ist. Und danach, also wie oft ist es auch passiert, dass der Markt so wieder runterfällt? Also aus Spaß und halber, vielleicht für Demonstrationszwecke würde ich sowas machen, aber selbst das tut mir sogar weh, dass ich selbst das nicht machen würde. Ja, ich gehe jetzt auch nicht her und sage, oh ja, ich habe jetzt hier einen Long Trade verpasst, weil es gibt hier für mich keine Vorgehensweise, kein Setup, kein Regelwerk, was ich habe, also ich selber habe, wo ich jetzt einen Trade hier hätte eröffnen können. So. Und da es das nicht gibt, habe ich keinen Trade, ganz einfach. Hört sich immer manchmal so einfach an, aber ich weiß für Teilnehmer, die auch im kurzfristigen Trading agieren, extrem schwer, so eine Bewegung zu sehen, die sie gefühlt nicht mitgenommen haben. Ja, bereitet dem einen oder anderen Trader immer wieder Schmerzen. Aber da muss man halt wissen, wir sind der Sprinter und die Sprinter unter den Tradern, wir möchten ja nur ein ganz kurzes Stück mitnehmen. Also ich möchte ja nicht so also eine lange Bewegung, wenn ich die mal erwische, ist zwar schön, aber das passiert, wenn überhaupt einmal im Monat. Ja. Genau, also man bekommt den Ninja Trader sicherlich auch for free. Also ihr könnt das natürlich auch for free nutzen, den Ninja Trader. Also, aber wenn man aus dem Chart mal raushandeln möchte, dann muss man ihn dann mal käuflich erwerben. Aber wie gesagt, man muss den ja nicht wirklich erwerben. Also man kann.
So, also 2 Minuten. Jetzt stellt euch vor, ihr habt jetzt nach der ersten Minute, oh, das bricht aus. Nach der zweiten Minute guckt ihr noch ein bisschen zu und ihr klickt und klickt genau bei 17.690 rein und seid bei 17.690 long. Wenn jetzt hier nichts, da oben nichts mehr nachkommt, also wenn, ich weiß es ja nicht, dann Prost Mahlzeit. Ja, dann und das Ding geht jetzt hier nach unten, dann ist die Frage, wo setze ich, falls er jetzt hier so nach unten tickert, wo setze ich da meinen Stop und wie weit geht er runter? So, was ich jetzt mache, ich suche jetzt hier, wir sind jetzt in einem interessanten Bereich, wir sehen das hier rechts im Stundenchart, ja, wir sind am Intraday-Hoch dran und das Intraday-Hoch ungefähr, also, oder sagen wir mal das ganz frühe Hoch von heute früh um 6, ist fast am Tagestief von gestern. Wir nehmen mal hier den Future her, da sieht man es auch nochmal. So, Tagestief von gestern im Future kurz davor und jetzt sind wir hier oben in diesem Bereich reingelaufen. So. Von diesem Bereich kann man erst als erstes mal einen antizyklischen Abpraller traden. Also das heißt, man kann hier einen Short Trade machen. Keine Ahnung, wie weit das jetzt runtergeht. Alternativ geht man davon aus, dass der Bewegungsschub als solches erhalten bleibt. Und hier werden jetzt in der Folge dessen, weil vielleicht die Zahlen ganz gut sind, weiter Longs aufgebaut werden. Dann würde ich jetzt hier unter dieser Annahme, dass wir das Tagestief von gestern wiederholen und so weiter, dass wir jetzt ein bisschen kaufen. Dann würde ich hier jetzt versuchen, Long Trades einzugehen. Und das werden wir jetzt gleich schauen mit neuer 5-Minuten-Kerze. Also möglicher Long kommt bei 17.685. Ziel sind ganz grob die 17.7 und nicht mehr und nicht weniger. So, wie gesagt, man muss das an seiner Positionsgröße festmachen. Ich nehme mal nur 3 CFDs. Stop-Loss habe ich pauschal 20 Punkte. Warum 20 Punkte? Ja, müsste fast ein bisschen höher gehen. Oh. Die ATR ist jetzt da oben bei 34. Ja, da wird es mit 20 Punkten, brauche ich einen guten Entry. So. Das heißt, was möchte ich jetzt sehen? Ich möchte jetzt hier nach unten. Ich möchte jetzt hier nach unten keine Beschleunigung sehen der Kerzen. Ich möchte jetzt sehen, dass der Markt sozusagen diese Kerzen kauft. Also das heißt, langsame Bewegung nach unten, damit man auch gefühlt, das ist auch dieses Thema Spurenlesen, dass man gefühlt sozusagen sieht, okay, da geht nicht viel nach unten. Ja, und jetzt kommen die ersten Käufer rein, die das Ding dann kaufen. So, also ganz klassisch werde ich jetzt bei 17.685 einen Long Trade ungefähr eingehen. Der Stop kommt auf die 17.675 bis jetzt. Also wenn der Markt jetzt nochmal seine Bewegung aufnimmt. Also ich kaufe mich jetzt hier nicht ein, sondern ich warte, dass das Ding wieder aufgenommen wird und versuche durch das Hoch ans Tagestief von gestern ranzutraden. Sollte der Markt jetzt hier konsequent nach unten wegtröpfeln, dann habe ich keinen Trade. Gut, jetzt schauen wir mal, vielleicht kriegt man ja einen Trade. Also ich mache Market, man kann natürlich auch eine Stop-Buy-Order reinlegen, ist auch möglich. So, ich wollte ja nicht auf dem Future schauen, so, machen wir hier mal auf. So. Also wie gesagt, jetzt kommt es darauf an, dass man hier als Trader, als kurzfristiger Trader aufnimmt. Was machen die hier? Stocken die, weil jetzt A keine Käufer kommen und so langsam findet eine Rotation statt, dass die Käufer, die hier gerade drin sind, jetzt sich eindecken müssen und jetzt den Markt nach unten schieben wieder. Oder gibt es hier andere Trader? Also das ist ja, solche Staubereiche zeigen ja einen Kampf an. Und das Schöne ist es, wenn der Markt... Oder auf was ich jetzt achte, ist ein Antäuschen nach unten und sofortiges Hochziehen in der 1-Minuten-Kerze. Dass man sieht, okay, jetzt hat man versucht, paar rauszupressen, schafft's nicht und geht sofort in der Minute nach oben und dann ab dafür. Mal gucken, ob wir es hinkriegen, ob es so läuft. Wie gesagt, die Situation ist jetzt nicht ganz so schön, aber sie... so, das ist die Sekunde. Die ich zu langsam war. Ja, aber ja, vorbei, also verpasst. Ja, also das war jetzt die Sekunde verpasst. Ja, wäre natürlich Monster. Ja. Aber das war jetzt das, worauf ich halt drauf geachtet habe. Also gefühlter Entry wäre hier irgendwo 83, 85. Mit einem Stop-Buy wäre ich jetzt natürlich top drinne gewesen, ja. Und das sind ja nicht 2 Minuten, wie das läuft, sondern das ist ja der Wechsel von der einen auf die nächste Minute. Das heißt, das sind hier 30 Sekunden, ist diese Bewegung. Jetzt habt ihr gerade mal gesehen, wie schnell das geht.
Wäre natürlich jetzt ein Tip-Top-Trade gewesen. Wie gesagt, der wäre jetzt bei mir glattgestellt worden. Also ich hätte jetzt die volle Bewegung hier von 30 Punkten nicht mitgenommen. Aber das ist halt das, ich war drin, schön. Aber das ist das, worauf ich jetzt geschaut habe. Also da muss man extremst konzentriert und fokussiert sein. Ja, wie der Basketballspieler oder ja, der gerade seinen Korb treffen will. Ja. Ja, also das ist, ja, das war der Trade. Also ich habe ihn verpasst, war ein Zacken zu schnell, aber richtige, also man kann jetzt sagen, richtige Denkweise, richtige Sichtweise, ja, und jetzt wird es interessant. Man sollte sich auch das, was ich jetzt im Stundenchart gemacht habe, bei 17.700 und 6 ungefähr. Ja, also wenn man es hier im Stundenchart jetzt oder im 5-Minuten-Chart ein die Linie fehlt, dann einfach eine Linie nochmal reingehauen bei eine rote bei 17.76. So. Und dann weiß man, okay, das ist ungefähr das Tagestief von gestern. Es muss auf dem Punkt nicht genau sein, ja, weil der Markt nimmt sowieso nicht auf den Punkt ganz genau. So, jetzt wird es ein bisschen verrückt. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Dynamik, warum auch immer, weil die gerade kaufen müssen, ja, und die Leute, die seit gestern dort jetzt in dem Markt drinne sind, ja, die kriegen jetzt Schmerzen, ja, die auf der Short-Seite. Also man muss sich immer vorstellen, was passiert denn jetzt mit denen, die auf der Short-Seite da drinne sind? Die werden auf der einen Seite zwar sicherlich Attacke machen, aber wenn die nicht durchkommen und die anderen, die müssen eindecken, dann sehen wir hier einen recht guten Lauf. Ob der jetzt nun durchgeht, ich weiß es auch nicht. Aber ich kann mich immer nur innerhalb der Struktur langhangeln, die ich in den letzten 15 Jahren kennengelernt habe. Mehr kann ich auch nicht machen. So, das heißt, ich werde jetzt hier weiterschauen. Je kleiner die Kerzen nach unten sind, desto besser ist es für mich, dass ich sagen kann, okay, in der Bewegung war ordentliches Volumen drinne. Also rein gedanklich, jetzt ohne dass ich habe jetzt gerade überhaupt, ich sehe kein Volumen, ja. Also ich habe auch auf meinem zweiten Desk kein Volumen an, ich sehe nichts, ja. Da sehe ich noch meine PowerPoint-Folie. Also ich sehe wirklich, gucke jetzt wirklich only auf diesen Chart, aber ich weiß gedanklich, wenn ich eine lange Kerze nach unten sehe, dann kann ich da rein interpretieren für mich, dass man aktiv versucht, in das Hoch hineinzushorten. Und man möchte den Markt, also entweder nehmen viele Leute Gewinne mit und es gibt keinen Käufer, der auf der Unterseite nachkommt. Warum kommt eine lange Kerze überhaupt nach unten zustande? Ja, da muss man halt Wissen über den Order Flow als solches haben. Die kommt deswegen zustande, zwei Möglichkeiten. Entweder die Käufer, die per Limit sich hier bedienen lassen, gibt es nicht mehr, oder das Volumen der Verkaufsorders ist zu groß. Eins von beiden. Ja. Und für mich wäre es auch Ziel gewesen, wie gesagt, ich wäre mit 9,5 Punkte hier, das seht ihr hier, 9,5 Punkte ist der Take Profit eingestellt. Ich glaube nicht, dass ich den jetzt noch vielleicht noch verschoben hätte bekommen an das Tief. Also 17,7 wäre das Ziel gewesen, naja, 10 Punkte hätte gereicht. Ja, die nimmt man mit. Nee, Quatsch, sind ja 30 Punkte. Sorry. Ja, also wenn man hier seine 10, 15 oder wenn man die 30 erwischt, ist okay. So, was ich jetzt mache, die Sache ist die, zum Beispiel würde ich jetzt hier vom Risiko runtergehen. Als Beispiel, wenn ich original mit drei Trader, also die Größe müsst ihr mal an euer Depot ausrichten. So, ich mache jetzt so Folgendes, ich werde jetzt hier ganz aggressiv, aber nur mit einer Position, also das heißt, ich habe jetzt meine Position getrittelt. Warum getrittelt? Also, wenn der Hase jetzt hier direkt nochmal losläuft, ja, dann möchte ich auf alle Fälle dabei sein. Wovor will ich mich aber schützen, wenn der Hase nicht sofort ins Netz geht, dass der Markt, wenn er korrigiert, dass ich A überlegen kann, entweder ich steige aus, A, entweder ich steige aus, so ich bin jetzt long mit einem CFD, entweder ich steige jetzt auf der Bewegung nach unten aus, ja, oder ich kann nach unten noch hin aufbauen. Das heißt, als Beispiel, 20 Punkte Stop-Loss mit 3 CFDs sind 60 Euro Risiko. Ja, wie gesagt, ob das jetzt viel oder wenig ist, spielt überhaupt gar keine Geige. Ja, das ans eigene Depot ausrechnen. So, was habe ich jetzt gemacht? Was bei mir jetzt der Fall ist, ich riskiere jetzt bei dem ganzen Trade 19 Euro. Ja, und das ist für mich völlig okay. Also das heißt, wenn der Hase nicht losläuft, ja, dann nehme ich halt 19 Euro
Minus mit, kommt das Ding jetzt hier nochmal und dann und das Momentum hält an, sagen wir es mal so, das Momentum hält an, dann habe ich nochmal einen guten Trade. Ich kann jetzt immer noch überlegen, ob ich den Trade hier aufbaue. Ich habe jetzt einfach viel, viel mehr Managementmöglichkeiten im Sinne meines Risikos. Ja. Also ich müsste normalerweise den Stop noch ein bisschen ausweiten, hier runter auf die, unter das Tief der letzten Kerze. Aufgrund des Trading Stops funktioniert das jetzt nicht. So, jetzt schauen wir mal. Also die Kerze müsste jetzt bis zum Ende der 5-Minuten-Kerze normalerweise grün werden. Das sieht natürlich jetzt noch nicht so aus. Und jetzt kommt eigentlich das, was ich überhaupt nicht sehen möchte, nämlich diese lange grüne Kerze. Das ist genau die Kerze, die ich nicht sehen möchte. Ich hätte jetzt gerne gesehen, dass der Markt halt hier genau bei 17.695 stehen bleibt und direkt durchgeht. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich einen gedanklichen Fehler gemacht habe. Ja, ich habe sogar einen gedanklichen Fehler gemacht. Ich habe die verkehrte. Aber ist ja wurscht. Gut, kann ich gleich nochmal erklären. Aber so. Das heißt, ich riskiere nicht viel. Also normalerweise riskiere ich irgendwie um die 60 Euro. So, das ist ein Trade. Hier möchte ich eigentlich schon gar nicht mehr drinnen bleiben, weil wenn die Kerze jetzt hier, man sieht hier links den 5-Minuten-Chart only. Ja, also ich weite jetzt den Stop nicht aus, weil ich, also ich muss den Stop, wenn ich im 5-Minuten-Chart trade, unter das Tief der letzten 5-Minuten-Kerze legen. Wie gesagt, entwickelt sich jetzt nicht ganz so, wie ich das gerne hätte. Jetzt muss ich überlegen, was mache ich jetzt mit der nächsten Kerze? Gleich um 16 Uhr, wir haben es jetzt 16, 14, 13. Also in 40 Sekunden ist die Kerze zu Ende. Positiv für mich wäre es, wenn wir ein höheres Tief weiterhin im 5-Minuten-Chart haben. Das heißt, ich könnte hier nochmal überlegen, weiterhin den Trade aufzubauen im Sinne meines Risikos von ganz grob 60 Euro, was das anfängliche Risiko war, und könnte jetzt den Trade weiter aufbauen. Also wie soll ich sagen, die Option, dass der Markt direkt durchläuft, hat sich nicht bestätigt. Von daher ist es bis jetzt ganz gut, dass ich hier nicht mit voller Positionsgröße drinne bin. Ja, also wie gesagt, das ist immer die Option, die man halt hat im Management. So, deswegen muss Skype Trading ja nicht unbedingt großartig, muss gar nicht risikoreich sein. Ja, aufgrund der kleinen Stops kann man auch mit seiner Positionsgröße sehr, sehr fein variieren. Das Problem, was ich jetzt bekomme, ist, wenn die das Tagestief von gestern wirklich zum Verkauf hernehmen, dann wird jeder Trade, den ich jetzt hier long probiere, natürlich in die Hose gehen. Meine Intention ist ja die, dass das Momentum hier noch ein bisschen anhält, was jetzt gerade nicht so aussieht, und dass wir das Tagestief vielleicht von gestern wirklich rausnehmen und kaufen. Ja. So, jetzt warte ich, jetzt muss ich die erste Minute abwarten. Wenn jetzt der in der ersten Minute kurz das Tief der letzten 5-Minuten-Kerze unterschreitet und nicht hochkommt, dann bin ich aus dem Trade so oder so raus. Da habe ich irgendwie also wirklich im Worst Case habe ich 26 Euro verloren. Im Best Case kann ich jetzt hier im 1-Minuten-Chart den Trade aufbauen und kann jetzt hier noch einen zweiten CFD oder einen dritten oder einen vierten oder einen fünften reinnehmen und dann sozusagen die Position ein bisschen managen. So, jetzt muss ich hier die 1 Minute muss ich jetzt abwarten, die aktuelle. Weil normalerweise gibt es bei mir eine Regel, die ich hier missachtet habe, weil ich nicht auf die Uhr geguckt habe. Das passiert halt, wenn man so viel macht. Ich hätte nicht, also hier war ich in der ersten Minute der 5-Minuten-Kerze long, in der ich nicht long gehen darf. Also ich darf nicht, ja, das ist schon Regelwerk. Ich darf hier nicht in der ersten Minute long gehen, ich muss die zweite nehmen. So, wenn die zweite mir gar keinen Einstieg gibt, dann wäre ich gar nicht long. So, wenn ich jetzt ganz genau mein Regelwerk ausgelegt hätte, dann wäre ich hier nicht long. Ja. Aber das habe ich missachtet, aufgrund dessen, weil ich hier rechts, links so viel. Ja. Ich kaufe nach im Rahmen meines Risikos. Also Originalrisikos sind 60 Euro und ich riskiere hier nicht ganz ein Drittel davon. Ja. So, Tief wird unterschritten. Und jetzt darf da kein Verkäufer reinkommen. Wenn jetzt da kein Verkäufer reinkommt, dann kann ich bei 17.663 meinen Trade einfach weiterhandeln, weil dann gehe ich da weiterhin davon aus, dass der Markt hier nach oben durchgehen kann. So, jetzt muss ich mal hier so ein bisschen. So, die Minute muss jetzt hochziehen und wenn die nicht hochzieht, bin ich so oder so raus. So, also so. Und dann muss ich gucken, wie weit es konsolidiert und wenn es dann noch weiter korrigiert, dann
Dann muss ich entweder versuche ich es tiefer nochmal oder ich lasse die Longseite komplett weg. Also bei den Amis ist es auch oft so, die nehmen gerne das Tief der 5-Minuten-Kerze raus und jetzt mal gucken, ob hier noch ein paar Käufer nachkommen. Wenn jetzt hier nichts nachkommt, dann bin ich so oder so raus. Also ich kann jetzt hier ab 17, 18 kann ich den Stop hier runterlegen. Also das ist mein Verlust dann 22 Euro. So. Also das ist halt das, was ich nicht mag. Ja. So, jetzt bin ich gleich ausgestoppt, aber es ist ein ganz normaler Ausstopper, ist jetzt für mich überhaupt nicht dramatisch. Wie gesagt, eigentlich 60 Euro Risiko, ganz grob. So, ich bin jetzt raus und muss jetzt erwarten, was der Markt nun macht. Also ich muss jetzt schauen, wie weit die Konsolidierung geht, ob sie noch 38% erreicht und überlegen, was ich jetzt hier sozusagen, also überlegen, wie weit der Markt nochmal hochgehen kann, kann überhaupt nochmal durchgehen. Oder tuckern wir jetzt hier, was auch so typisch ist, langsam nach unten. Ja. Das wäre jetzt das typische, also ein Verhalten, was unter Umständen passieren kann, wenn der Markt ja, jetzt gerade so läuft, wie er läuft. Also ich würde ja so gerne sehen, dass wir zumindest durch die 17.674 fallen, eine Reaktion sehen, vielleicht sogar die 17.656 und dann da würde ich nochmal schauen, ob es denn dort vielleicht nochmal einen alternativen Einstieg gibt. Ja, also wie gesagt, es geht hier, also das ist das, was ich für mich jetzt sehe. Wenn man das jetzt auf einer anderen Seite betrachtet, ich bin bei jedem, der es von der anderen Seite betrachtet und sagt, wir haben doch das Tagestief von gestern erreicht, jetzt kommen die Großen und verkaufen das Tagestief von gestern. Wenn dem so ist, dann ist es für mich, also wenn das sich durchsetzen sollte, dann wird es für mich wichtig sein, dass ich nicht mehr long gehe. Aber bis jetzt ist es für mich noch ein, es tröpfelt nach unten, aber es kommt nicht wirklich, also nicht so ein Druck rein, wie es auf der Kaufseite war, sagen wir es einfach mal so, ja. So, jetzt haben wir das Tief der letzten 10 Minuten rausgekommen. Jetzt ist diese Bewegung leider zu heftig schon wieder. Ein Nerv. So dass ich ja jetzt schon sehr teuer wieder einkaufen müsste. Und er macht es genau am Ende der Kerze. Also die Kerze war 4 Minuten lang. Also ich glaube, wer sich mal das Video noch anschaut, ich glaube, die Kerze war 4 Minuten und 30 Sekunden lang. Wer hier oben rechts die Uhrzeit dann sieht, der sieht in welcher Zeit, ich glaube, die letzten 10 Sekunden. Oder letzten 20 Sekunden haben sie das Ding jetzt nochmal um fast 20 Punkte nach oben oder 17 Punkte nach oben geschoben. Ja. Und dann wird aus einer 4-minütigen roten Kerze dann am Ende dann doch noch eine grüne Kerze oder eine Doji. So. Gut, ich brauche jetzt auf alle Fälle tiefe Kurse für noch einen zweiten Einstieg. Mal gucken. So, ich werde mal ganz kurz die Klappe halten, ich muss mal einen Kaffee trinken und dann beantworte ich gleich noch ein paar Fragen. Also wie gesagt, der nochmal kurz dem Einstieg da oben. Der Einstieg hier oben bei 17.702 ist natürlich relativ knapp am Tagestief vom Vortag. Aber es gibt ja manchmal so Phasen, wo die Amis einfach so 7, 8, 9, 10 Kerzen in Folge einfach nur steigen und überhaupt keine Korrektur machen. Um da eventuell dabei zu sein, habe ich das riskiert. Und wie gesagt, also es wäre ja vermessen zu sagen, dass ich keine Verlusttrades mache. Ich mache jeden Tag Verlusttrades. Ja. Für mich ganz normal. Also wenn ich am Tag 50 Trades mache, da sind auf alle Fälle etliche Verlusttrades dabei. Ja. So, jetzt noch mal ganz kurz. Wie gesagt, das Webinar wird ja aufgezeichnet. Ja.
Und von daher, also bis jetzt kann man sich das immer noch mal anschauen, weil gerade kam schön Tag, ich war leider am Stau. Also jetzt sieht man eigentlich genau, dass doch das Hoch von gestern, ach das Hoch von gestern, Mensch, das heutige Tageshoch plus das Tagestief von gestern verkauft wird. Also die Kerze klappt wieder ab. Ja, hier. Ja. Also die erste Bewegung, also kann jetzt natürlich genau so laufen, dass der Markt hier, das ist die Erholung, ja, im Stundenchart und das wäre jetzt die Bewegung nach unten. Das heißt, wenn das eintreten sollte, also den Fall, den ich jetzt hier eingezeichnet habe, so und so, wenn dieser Fall eintritt, ja, man kann ja auch von oben das von mir aus auch bis zum heutigen Tief, ja, kann man zum Beispiel auch ein Fibonacci anlegen. Und wie gesagt, Fibonacci ist immer eine ganz gute Einteilung. Das ist jetzt auch nicht der heilige Gral, aber man kann jetzt sagen, gut, jetzt hat man ein Argument, je weiter er jetzt hier runter geht, kann man sagen, gut, 50% der gestrigen Abwärtsbewegung bis heute früh zur Abwärtsbewegung mit Vorbörse hat er jetzt nur neutralisiert und jetzt kommen hier die Käufer. Wenn einer wirklich bei 50% verkauft, ja, und der Markt fällt wirklich runter auf das letzte Tief, dann hat er natürlich einen guten Trade rein vom CRV. Ja. Also von daher muss man jetzt mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob wir heute Abend hier unten stehen. Ja, oder ob wir doch nochmal höher stehen. Und da kann ich immer nur versuchen, mich am Markt lang zu hangeln. Also das heißt, zu schauen, wo ist ein Punkt für mich, wo ich den Trade bekomme, wo liegt denn mein Risiko im Trade und wo ist mein Ziel. Das ist alles, was ich machen kann. Und natürlich kann ich halt versuchen, diese Spur zu lesen und zu sehen, okay, der Markt ist zwar relativ schnell gestiegen, steigt jetzt aber hier 1 Minute Anstieg, danach 3 Minuten abwärts. Zwischendrin immer schon mal 1 Minute Anstieg, aber da kommt nichts nach. Das heißt, aktuell ist so ein bisschen Verkaufsdruck im Markt drinne und das war's. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, der Verkaufsdruck geht jetzt nicht so durch, dass es kontinuierlich fällt. Also es geht jetzt hier 3, 4 Minuten rum, runter, 1 Minute hoch. Dann wieder 3 Minuten runter, jetzt ging es hier wieder 1,5 Minute hoch, jetzt geht es hier vielleicht wieder 2 Minuten runter. Gut, also der nächste Punkt, auf den ich jetzt für mich schaue, sind die 17.656. Ich würde jetzt aber nicht auf 17.600, also man kann durchaus auf 17.656 auch hintraden, kann man durchaus auch machen, dass man sagt, okay, das Tief der letzten 5 Minuten Kerzen nehmen wir auch noch raus und dann ab auf die 17.656. Ist auch ein Trade, der machbar ist. Ja. Ich mache es jetzt anders, ich bereite mich vor, warte. Wenn wir die 17.655 erreichen, wie macht der Markt was? Wie verhält er sich dort? Und dort zu überlegen, also für mich das letzte Level, um dort nochmal einen Long Trade in Trendrichtung seit dem Eröffnungstief reinzunehmen. Ansonsten, ja, würde ich es dann auch sein lassen. Short, wie gesagt, auch da relativ schwer zu handeln bis jetzt, denn der Markt auch hier, wir haben wieder nur die starken Verschachtelungen. Ein Short Trader, der kriegt ja hier schon wieder die Krise. Wenn wir jetzt hier ganz links mal in den 5-Minuten-Chart schauen, ja, man ist short, 29 Punkte vorne, am Ende der 5-Minuten-Kerze sind es nur noch 10 Punkte. Nächste Kerze ist man 37 Punkte vorne. Ja, je nachdem, wie man halt den Trade jetzt behandelt oder wo man hin will, kann aber sein, am Ende der Kerze ist man vielleicht wieder nur 15 Punkte vorne. Ja, da kriegt man ja auch eine Macke. So, jetzt nochmal, hallo, wo kann man den Indikator bekommen, der MT4? Also nochmal ganz einfach googeln nach M-Candles und da findet man das Ding eigentlich gleich oben. M-Candles und da Indikator MQL und dann nimmt man den M-Candles Indikator runterladen und dann kann man sich den noch anpassen. Ich kopiere den mal in Chat rein. So. Hallo Heiko, wie sind deine Erfahrungen mit so engen Stops? Hast du keine Bedenken, dass du immer rausgefischt wirst? Der Stop war jetzt eigentlich schon recht, also der Stop, oder sagen wir es mal so, den Stop passe ich so ein bisschen an die Wohle an, die ich hier, an diese ATR, die ich hier habe. Ja, aber ich habe jetzt nie weitere Stops, denn weitere Stops führen dazu, also es kommt darauf an, wie die Kerzenlage ist. Bis jetzt fand ich, ist mein Stop eher okay, ja, also der war bis jetzt okay, der Stop. Und
Weite Stops haben das Problem, wenn der Markt hochvolatil ist, dann werden auch teilweise die weiten Stops geholt und dann wird man trotzdem rausgeholt. Ja, also als Beispiel, ich habe jetzt einen weiten Stop drinne, der vielleicht bis unter das 61er Fibonacci Retracement liegt. Das heißt, das wäre ein Stop vielleicht von 60 Punkte. Wenn der Markt jetzt so volatil seitwärts runtereiert, ist es natürlich dramatisch, und wenn er den auch holt und danach geht er erst hoch. Also weite Stops empfehle ich nur dann für denjenigen, also es gibt durchaus Phasen, wo ich einen weiten Stop habe, 40 Punkte, aber ich lasse mich nicht ausstoppen. Ich gehe immer vorher raus, Market. Das heißt, das ist ein Katastrophenstopp. Ja. Also auch hier der anfängliche Stopp, weiß ich jetzt gar nicht, ich habe ja gerade auch so nur knapp die, ja doch, 26 Punkte. Also das heißt, es ist schon so, dass ich, also wer weite Stops verwendet im Scalp-Trading, der sollte auf alle Fälle zusehen, dass nur in 10 oder 15% der Fälle überhaupt dieser Katastrophenstopp gezogen wird, wenn nicht noch weniger. Und man sollte immer darauf achten, auf sein Punktverhältnis zwischen Punkte im Gewinn und Punkte oder in Euro im Gewinn und im Verlust. Das muss halt passen. Also es bringt dir jetzt nichts, 40 Punkte Stop zu haben und man macht danach 10 Trades à 3 Punkte im Plus und dann doch einmal minus 40, dann hat das keinen Wert. Es muss passen, sagen wir es mal so. Ja. Nanotrader, bis jetzt noch nichts Schlechtes gehört. Ja. Ja. Wenn man es ganz genau nimmt, ist es leicht unter 50% bei 50er Fibo. Ja. Also das CRV ist knapp 1, wenn der Stop noch leicht darüber ist, ist CRV unter 1 zu 1, ganz leicht. Tradest du nur DAX und DAU oder auch Aktien? Ich trade nur DAX und DAU zurzeit. So, jetzt macht der Schlingel genau am 38er nun doch. Ja, die drei, wie viele Punkte sind es denn hier noch? Die 9 Punkte hätte er aber auch noch fallen können. So. Im Idealfall, top ist natürlich, wenn man, also zum Beispiel, wenn man jetzt den neuen Long tiefer reinbekommen hätte wie den ersten Ausstopper, ja, wäre natürlich wär noch wesentlich schicker gewesen. Gut. Und das ist halt auch nervt, so eine starken verschachtelten Kerzen. Ja. Also eine 5 Minuten komplett runter, die nächste 5 Minuten komplett hoch. So, ich kann aber hier oben, ich kann da oben nicht long gehen. Es ist nicht machbar. Weil wenn die nächste 5-Minuten-Kerze jetzt wieder so stark runtergeht, das tut nur weh. Ja, das tut nur weh. Ja, also geht die 5-Minuten-Kerze jetzt so wieder runter, ich muss ja irgendwo einen Stop setzen. Das wäre jetzt ein Fall, wo ich keinen Stop setzen müsste. Hier müsste ich einfach nur traden nach dem Motto, das wird schon, aber das kann ich auch nicht machen. Ja. Und aber bei dieser Verschachtelung, ja, also wenn ich jetzt hier oben irgendwie long gegangen wäre, dann passt der Stop nicht, das kann ich nicht machen. Auch wenn der Markt jetzt direkt nach oben gelaufen wäre und man hätte gesehen, dass das aufgegangen wäre, aber rein vom Risiko kann ich das nicht machen. Denn ich muss als Trader als erstes immer sehen, was verliere ich und nicht, was ich gewinne. Ja. Viele gehen immer nur her und sagen, also wenn der Markt jetzt bei 17.600, also so ein typischer Anfänger, ich meine, ich muss mich da ja nicht ausnehmen, vor vielen Jahren war das bei mir genauso. Ja, das heißt, ach Scheiße, der Markt geht jetzt, also meine Denkweise mal als Anfänger früher, also meine persönliche Denkweise, vielleicht fühlt sich der ein oder andere auch ertappt. 17.690, da muss ich jetzt reinspringen, long, jetzt rennt mir der Markt weg. Was ist, wenn er denn bei 17.717 steht, so mal 25 Punkte, mal, ich sag jetzt mal 4 CFDs, ich rechne das mal ganz grob in Euro, es sind 100 Euro, die verpasse ich. So, ich spring rein. Oh, der Markt macht ja gar nicht das, was ich erwarte. So. Und das Allerschlimmste wäre natürlich, dass der Markt jetzt hier direkt mal durch das Tief geht. Eventuell, dann holt er hier meinen Stop und dann sind hier 30 Punkte weg und dann habe ich ein Problem. Ja, anstatt dass ich 100 Euro verdient hätte können, ja, muss ich 150 Euro minus einpacken. Prost Mahlzeit. Und darauf habe ich natürlich dann keine Lust. So, die Sache, jetzt werde ich einen folgenden Trade machen. Wir haben 16:32 Uhr. Es ist, also da muss ich jetzt das Bild aufbauen. Mal gucken, ob sich das Bild aufbaut. Da bräuchte ich jetzt so fast so ein bisschen den Dings. Also es das heißt,
Wir werden jetzt da gucken, wie die 5-Minuten-Kerze Richtung Ende aussieht. Die wird jetzt für mich entscheidend sein. Also klappt die komplett ab, denn long, ja, nicht relevant. Sollte jetzt hier sich anzeichnen, sollte, ja, wie gesagt, muss ich mal sagen, dass der Markt hier vielleicht mit leicht steigenden Kerzen aufwarten kann oder wirklich hier die 17.674 nicht nochmal verkauft, dann gute Chance, dass wir am Ende der Kerze um 16.35 Uhr aus dieser roten, also wenn es gut läuft, noch eine weiße machen oder eine grüne. So. Der mögliche Entry-Punkt über einen 1-Minuten-Chart, das ist all. Solange er kein neues Tief macht, ist sogar das hier noch ein Triggerpunkt. Das ist schon, wie gesagt, ich kann da oben eigentlich den Long Trade nicht machen. Aber das wäre noch ein Triggerpunkt. Das wäre, ich zeichne das mal kurz ein für den, also nur mit dem Blick auf den 1-Minuten-Chart, dann wäre das diese Konstellation. Bewegung. Er darf nicht das Tief rausnehmen. Korrektur. Und hier müsste dann die neue Bewegung kommen. Fällt das Ding hier unter das Tief drunter, ja, sollten wir mindestens auf die 17.657 fallen und dann vielleicht hochgehen oder vielleicht den Abwärtstrend fortsetzen. Also das muss man dann sehen, wie sich der Markt bis dahin dann verhält. Also hier gibt es nochmal einen Punkt nach oben. So, zeichnen wir mal das hier so zusammen. So, habe ich es verpasst oder nicht? 33, 1 Minute noch. So, jetzt zeig Markt, was du willst. Show me what. So, also ich bin jetzt long drinne, diesmal mit 3 CFDs, also mit voller Positionsgröße. Risiko jetzt hier in dem Trade 36 Euro. Wichtig für mich, Trigger hier oben 17.693, die müssen getriggert werden. Ganz wichtig wird erste Minute der 5-Minuten-Kerze werden. Und da muss Kontinuität rein. Wenn die nicht kommt, dann ja, dann wird das einer, dann würden wir aus dieser Trendbewegung noch eine Range-Bewegung machen. Also mein Minimumziel sind hier jetzt nur, und das passt vielleicht jetzt, da sagt der ein oder andere, würde jetzt sagen, so ein Quark. Wenn der Markt jetzt nur an die 17.693 ranläuft, dann wird es auch schwer, dass ich den Trade im Plus beenden kann. Ja. Also der Markt ist jetzt nicht ganz so weit gestiegen, wie ich das gerne gehabt hätte. Die erste Minute. Die erste Minute, die hätte nach oben durchgehen müssen, dann wäre es okay gewesen. So werde ich halt ausgestoppt. Wenn er jetzt das Tief herausnimmt. Maximal komme ich jetzt noch drum rum, wenn er jetzt aus dieser Aktion nach unten eine Reaktion nach oben durchstartet. Dann wäre die einzige Chance jetzt noch. Also bis jetzt knapp am SL vorbei. Aber schauen wir mal, ob er rausgeht oder nicht. Ja, bleibe hier. Das ist schon geil, also das ist auf alle Fälle Eiereimarkt. Also das ist jetzt der Markt, genau der, den ich eigentlich haben möchte, dass der Markt jetzt so rumeiert, wir nach einer schönen Bewegung in eine Konsolidierung übergehen, die vielleicht, die jetzt schon ewig anhält, also ewig 15, 15, 20, 25 Minuten. Warum lasse ich mich hier ausstoppen? Normal ist es so, wenn der Markt eine Range bildet, also ich bin jetzt raus, dann geht er auch bis runter an das Tief, an die 65. Und wenn er das im Normalfall macht, ja, dann muss ich nicht dabei sein. Also der Markt macht durchaus schöne Ansätze, kann sie aber nicht folgen. Also wenn man das jetzt mal wegnimmt, also die Bewegung, die 5 Minuten hier oben waren okay, die Korrektur war auch okay.
Hätte sich jetzt daran hier diese Bewegung angeschlossen, dann wäre es schön gewesen, dann wäre es harmonisch noch gewesen. Dadurch, dass er jetzt hier wieder das Tief rausnimmt, vielleicht doch umdreht, wird es jetzt so unharmonisch. Das heißt, wir bekommen jetzt hier eine komische, also nicht, oder nicht eine komische, aber eine Seitwärtsrange im 5-Minuten-Chart, die dann halt nervig ist. Das heißt, wir müssen so langsam dann von Trend-Trading auf Konsolidierungstrading gehen. Das heißt, wir müssen halt gucken, wie sich der Markt aus dieser Konsolidierung befreit und dann aus der Konsolidierung befreit und dann dort später weiter handeln. Ja. Aber dass ich jetzt mal zwei Verlusttrades habe, ist auch jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja. Also es ist ja nicht irgendwie, wo ich sage, oh Gott, ja, das ist völlig normal. Und ja, vom Risiko her. Also wie gesagt, das muss man auch mit seinem eigenen Risiko abschätzen. Aber ich kann jetzt den Stop halt hier auch nicht weiterlegen. Ja. Also wenn ich das machen würde, was ich auch ab und zu manchmal getradet habe, was aber für mich jetzt von der Konstellation her nicht sinnig ist, weil wir zurzeit sehr, sehr scharfe Richtungswechsel haben, wo ich mit weiten Stops auch teilweise geholt werden kann. War es so, dass ich auch eine Zeit lang jetzt bei hoher Volatilität, wo es einfach nicht machbar war, aufgrund der hohen Bewegungsdynamik einen sehr, sehr guten Entry zu treffen oder bloß weil man mal 10 Sekunden verkehrt geklickt hat, hat man gleich 10 Punkte Minus. Da habe ich mit weiten Stops gearbeitet. Aber hier haben wir als solches einfach nur verschachtelte Kerzen, die trotzdem kein gutes Bild haben. Also die kein Bild oder jetzt sogar eine Umkehrformation getriggert haben, die nur noch mal beendet oder ja, wo es jetzt drauf ankommt, wie das Ausbruchsniveau jetzt noch mal verarbeitet wird. So, und deswegen lasse ich mich hier oben direkt am Tief ausstoppen und warte nicht, dass der Markt mich hier unten rausnimmt. Also hier unten rauszunehmen unter dem Tief, also bei 17.664, das wäre mir viel zu teuer gewesen. Ja, da hätte ich wirklich ja meine 60 Euro riskieren müssen. Ja, bis jetzt kann ich sagen, dass ich halt von dem, was ich eigentlich riskiere, nicht die volle Position verloren habe und bis jetzt auch zwischendrin auch okay, also bis jetzt auch okay ist, den Trade oder aus dem Trade draußen zu sein. Was ein bisschen nachteilig ist an der Geschichte ist, ich habe auf einer gewissen Strecke, auf einer kleinen Strecke, einen doppelten Verlust, denn ich bin hier ausgestoppt und dort neu eingestiegen. Also das heißt, auf dieser Strecke hier, sozusagen auf diesen 8 Punkten, habe ich sozusagen einen doppelten Verlust hier eingefahren, ja. So, mal gucken, was der Markt jetzt macht. Also die Kerzen gefallen mir überhaupt nicht im 5-Minuten-Chart, kein schönes Bild. Wir haben ein potenzielles 1, 2, 3 hoch. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass wenn jetzt hier nach oben nichts nachkommt, der Markt nochmal ein Stück hoch geht und dann das Ding umdreht. Im Stundenchart, wenn wir rechts, ganz rechts schauen, ja, bekommen wir schon fast, also haben wir jetzt mittlerweile einen Shooting Star. Meine Idee war so ein bisschen auch mit dem Long Trade in Richtung des Hochs zu gehen und eine schöne Stundenkerze zu sehen, eine weiße, ja, je tiefer es geht, desto mehr wird wahrscheinlich dann doch das Hoch verkauft. Gut, also Trend Trading für mich jetzt, also Trend Trading im Sinne eines Aufwärtstrends auf alle Fälle erstmal grob beendet. Ja, gibt es jetzt keinen wirklich guten Grund mehr für mich, ab jetzt einen Trend zu handeln, weil nehmen wir jetzt mal vielleicht mit den, damit es nicht ganz so bunt ist, mache ich mal hier den 1-Minuten-Chart her. Denn wir haben jetzt potenziell eine Formation. Das heißt, wir haben hier die schnelle Aufwärtsbewegung gesehen. Der Markt hat hier nochmal schön runter korrigiert. Es kam nicht wirklich Druck rein und es wäre durchaus schön gewesen, dass der Markt nach oben durchgeht. Hat er nicht geschafft, bleibt hier stehen und ist jetzt nach unten gegangen. Und das ist eine Umkehrformation, das heißt, es ist eine Trendwendeformation. Die Frage, die man sich jetzt hier stellen muss, ist, führt die Trendwendeformation dazu, dass der Markt komplett abverkauft? Ja. Denn die fiese oder eine andere Variante wäre, dass der Markt sozusagen zwar diese Trendwendeformation ausbildet, aber später dann doch plötzlich so stark steigt. Ja, auch möglich. Aber jetzt würde ich nicht, also jetzt haben wir alle Punkte zunichte gemacht, die jetzt für mich noch ein Long-Argument haben. Ja, ganz, also ganz wichtig für mich. Also jetzt nicht mehr Long zu handeln, wenn man vorher schon die Long-Idee hatte. Gekippt ist das Bild mit Bruch der 17.664, ist das Bild auf Short gekippt. Ja, wie gesagt, der Verlust wäre noch ein bisschen geringer gewesen, wenn man hier den anfänglichen Long erwischt hätte.
Ja, den ich aber eine Sekunde verpasst habe. Sie hätten noch ein paar Fragen. Zwei Sätze zum ATR. Ein Satz, zwei Sätze, nein, Quatsch. Also die ATR ist ja die Schwankung, es ist ja die Average True Range, also die durchschnittliche Schwankungsbreite des Marktes. Und man kann auch fünf wählen, man kann auch sechs wählen, das ist, spielt jetzt keine große Rolle. Aber man sieht ja, ich weiß jetzt, okay, wenn ich eine ATR, also wenn die Schwankungsbreite des Marktes, mal ganz einfach gesprochen, wenn die Schwankungsbreite des Marktes die ATR bei 30 liegt. So. Das heißt, wenn die bei 30 liegt, dann schwankt der Markt natürlich ja mindestens 30 Punkte. So. Wenn ich jetzt hierher gehe und ich trade vielleicht mit einem Stop von 10 Punkte, also mit einem S11 von 10 Punkte, kann es natürlich sein, dass ich hier short gehe, werde hier per SL ausgestoppt und danach fällt der Markt. Ja, weil die Schwankung viel zu hoch ist. Anders, auf der anderen Seite habe ich eine ATR. Eine ATR von nur 5 Punkte, das heißt, der Markt macht genau die gleiche Bewegung, ja. So, ich steige wieder short ein. An dem Punkt, meine SL von minus 10 liegt aber diesmal einfach da drüber, weil diese Bewegung hier nur 3 Punkte nach oben sind oder so, ja, SL. Und dann kann ich hier den Short Trade mitnehmen. So. Und wenn man das jetzt nochmal ins Verhältnis fasst, ist es so, dass vielleicht das bei beiden gleich aussieht, aber diese Bewegung hier, ja, sind dann vielleicht, nur mal grob gesagt, 60 Punkte. Und diese Bewegungen sind hier vielleicht 10 Punkte. Das ist dann der Unterschied. Das heißt, ich bekomme durch die ATR von 30 oder von 5, bekomme ich eine Aussage, A, was kann ich an Bewegung erwarten und B, wie sieht mein Stop aus? Also das ist für mich nochmal ganz wichtig. So, kommen wir nochmal auf den Markt. So, also Markt geht hier sukzessive weiter runter. Alles richtig. Ich habe zwar Verlust gemacht, ist auch okay. Der Markt hat jetzt einen sauberen Abwärtstrend gebildet, auch okay. Ich habe jetzt direkt nicht auf Short geswitcht. Wir haben mittlerweile das Tageshoch von gestern sehr gut abverkauft. Wie gesagt, die Option, dass der Markt hier seinen Trend nochmal aufnimmt, war gegeben. Wichtig für mich, Verluste ja. Markt ist auch nicht gestiegen, deswegen sind die Verluste berechtigt. Die Verluste sind jetzt nicht doof. Ja, also das heißt, der Verlust ist jetzt nicht entstanden, weil ich richtig lag und trotzdem ausgestoppt wurde, sondern die Verluste sind entstanden, weil der Markt nicht das gemacht hat, was ich erwarte. Wenn man jetzt komplett durchhandelt, wäre hier durchaus zu überlegen gewesen, ob man jetzt hier nochmal die Shortseite aufnimmt. Aber das muss man halt dann auch sehen. Also prinzipiell kann man hier ab dem Punkt, ab der 17.665 grob den Short aufnehmen, wenn man davon ausgeht, dass der korrektive Abwärtstrend, also das heißt, wenn der Markt einmal hoch und einmal runter geht, kann man hier die Shortseite auf alle Fälle traden. Also ist machbar. Also ist auf alle Fälle nicht verkehrt. Man kann auch ab dem Hoch, ab dem Tagestief von gestern auch die Shortseite nehmen, aber ich habe halt von unten geschaut und von unten sah es halt eher nach Long aus. Hallo Heiko, kannst du mal was zu deiner Hardwareausstattung sagen? Kann man eigentlich auch nur mit dem Notebook traden oder wird dies zu anstrengend, denn ganzen Tag über ist der Mac geeignet? Also Mac ist natürlich durchaus geeignet, wenn man auf Parallels umstellt, ja, weil die meisten Börsenprogramme laufen auf Parallel, also auf Windows-Oberflächen oder andere. Also ich kenne mich da nicht aus, weil ich selber kein Mac habe. Und auf der anderen Seite, also ich finde, zwei Bildschirme sollten Mindestvoraussetzung sein. Und ja, man kann es, ich weiß nicht, ob man jetzt das mit der Minimalausstattung jetzt hinbekommt. Also wie gesagt, ich habe zwei Desk, bin am Überlegen, auf vier hochzugehen. Einfach aufgrund der Bequemlichkeit, dass ich im Chart nicht mehr rumklicken muss. Also das heißt,
Ich kann mir meine 1 Minuten, 5 Minuten, 15 Minuten, was auch immer, oder wenn ich jetzt noch einen Newsfeed habe, ja, der irgendwo drinne rumliegt, den kann ich mir dann relativ einfach und bequem irgendwo hinlegen. Den Notebook als solches, wenn es leistungsmäßig passt, kann man überlegen. Mir wäre es aber nichts. Also ich mag einen festen Rechner mit ordentlichem Bildschirm. Selber habe ich, glaube ich, ich habe 16 GB RAM, SSD-Festplatten drinne, sehr leisen Lüfter, der mich nicht nervt. Und also für noch andere Festplatten, die ich drinne habe, wo ich alle Daten abspeichere. Ja, und eine 50.000er Internetleitung. Ich habe 24 Zoll, 2x 23 Zoll. Also ich bin am Überlegen, entweder 4x 23 oder 2x 27, aber ich weiß nicht, 27 habe ich mich jetzt noch nicht so wirklich damit angefreundet. Gut, also jetzt kommt der Marc nochmal hier zurück. Also wenn man hier unten jetzt, gerade kam noch eine Frage rein, hier unten jetzt Long, also wenn man hier unten Long nimmt, das ist ein antizyklischer Long. Also ich würde jetzt hier nicht davon ausgehen, dass der Markt direkt hier nach oben durchgeht. Also das ist ein Long, da brauchen wir jetzt die nächsten 3 Minuten, müssen jetzt da wirklich sauber laufen. Denn ist okay. Aber das ist für mich ein antizyklischer Long, weil bis jetzt, das Bild kann natürlich auch, wie gesagt, bei solchen Konstellationen auch sehr schnell wechseln. Also bis jetzt ist die Denkweise immer noch die abwärtsgerichtete, also diese Denkweise hier, die ich hier eingezeichnet habe, da links da. Ja. Das kann natürlich auch wieder anders laufen. Es kann ja, der Markt, der kann, also es kann auch, welche Möglichkeiten gibt es hier noch? Der Markt kann direkt, so wie er vorhin direkt runter hochgegangen ist, kann er jetzt auch hier direkt nach oben durchstarten. Das ist genauso eine Variante ohne den Zacken nach unten. Ja, also so meine ich so. Und so, ja. Kann der Markt jetzt auch wieder komplett nach oben gehen. Ja, also das sind halt Möglichkeiten. Und wichtig ist halt immer, oder was ist, oder wichtig an der ganzen Geschichte ist einfach zu verstehen, dass solange die Triggerpunkte hier nicht, die für den Shortaufbau drin sind, nicht erreicht werden, dass die glattgestellt werden müssen, wird der Markt nicht mehr massiv nach oben gehen. Wenn jetzt hier sozusagen in dieser Marktphase, in der Erholung wieder rein verkauft wird, dann werden wir hier auf der Oberseite es schwer haben, durchzugehen und dann wird in der nächsten Konsequenz dann der Markt wieder fallen. Ja. Und jetzt nochmal zu dem Bild, warum das Long auch hier für mich, oder ich nehme mal nur den Minutenchart hierher, warum das Long, der Long für mich auch hier bis zu einem gewissen Maß einfach das war, das Indiz war. Schaut man sich hier diese Abwärtsbewegung an, dann sind das sehr, sehr viele kleine Kerzen. Der Markt, der stottert so richtig nach unten, aber kann keine Dynamik entfalten. Oftmals ist es mehr so ein von der Interpretation her eine Korrektur. Und für mich entscheidend war die Bewegung dieser Formation. Das heißt, die erste Bewegung geht los, stoppt aber erstmal, ist auch okay, ist völlig normal. Und wenn der Markt es gut macht, dann macht er hier innerhalb dieses Trends so ein 1, 2, 3 Tief. Ja. Dadurch, dass diese Bewegung gleichmäßig war, denn ein kurzer Rücksetzer, dann 3 Minuten lang rumgestocke. Wie gesagt, das ist dann relativ knapp. Wenn der Markt denn da durchgeht, dann ist das ein super Trade. Das ist wirklich ein richtig super Trade. Wir haben ganz viele Formationen, wo der Markt das macht und deswegen ist die Chance, und ich weiß, dass ich mit dieser Formation, wie gesagt, in 60% der Fälle richtig liege. Heute lag ich halt verkehrt mit der Formation, aber wichtig für mich jetzt am Ende ist, dass mein Ausstopper, den ich hier hatte, dass der so gut ist, dass ich mich null darüber ärgern muss. Also, ich meine, besser kann ich den oder enger kann ich den Stop nicht enger setzen und besser kann ich den Stop auch nicht setzen, weil egal was ich gemacht hätte, es wäre nur teurer gewesen. Und das ist das Absolute, dass ich mich über so einen Trade sogar fast noch freuen müsste, dass ich, wenn ich den gemacht habe, dass ich so gut rausgekommen bin. Also das heißt, obwohl es ein Verlust ist, ist es ein perfekter Verlust, denn A, kann ich den Stop nicht noch enger setzen und B, ist es der perfekte Exit, weil alles andere, egal was ich gemacht hätte, ob den Stop darunter, den Stop ausgeweitet, egal wohin gelegt, er wäre hier geholt worden. Und das ist das, was wirklich hängen bleiben muss. Ja, und Verlust ist ganz normal. Also ich, wie gesagt, einer, der einen erzählt, dass er keine Verluste macht, ist
Den Trader, der sowieso nicht real tradet. Ja. 20 mal 40 Zoll ist okay. 2 mal 40 Zoll, okay. Okay, hier schreibt noch gerade jemand, ich kopiere es mal rein. Bei meinem MacBook Pro mit OS X und Win 7 VM Parallels funktioniert LinearTrader einwandfrei. Bei MetaTrader gibt es Probleme mit der visuellen Darstellung. Okay. Ja, der perfekte Exit ist, das ist wirklich wichtig. Sehr gute Passage eben. Das muss man nochmal später nachschauen. Ja. Also, das ist wirklich so. Und ich weiß, viele Trader sind nur gefroren, also viele Trader wollen gerne, also viele, das hört sich mal an, als wenn ihr da draußen die Dummies seid, aber das ist, so ist es ja nicht. Aber es ist halt doch so, oft, sehr oft erlebe ich es einfach, viele wollen gerne und wollen auch erfolgreich traden und es hapert immer und viele sind auch teilweise, sie gehen mit einer Freude ans Trading dran, machen die ersten drei Trades und dann könnten sie den PC an die Wand schmeißen. Und sie ärgern sich, also die sind völlig, sie also demotivieren sich eigentlich selber. Also ich gehe her und sage mir, dieser Exit, besser geht's nicht. Klar, der einzige Knack oder das einzige ist, den Trade nicht zu machen. Gut, dann brauche ich aber auch nicht Trader werden, wenn ich keinen Trade mache. Aber zu sich zu sagen, egal was ich gemacht hätte, der Trade wäre, es wäre nur ein größerer Verlust entstanden, ist ein Punkt, darüber muss man sich fast freuen. Genauso muss man sich auch freuen über Trades, also über Trades, die weniger Verlust bringen, wie man eigentlich geplant hat. Ja, ich habe 60 Euro geplant, habe hier 37 verloren. So. Also ich habe weniger Verlust gemacht wie geplant. Zweitens, sich über Trades freuen, wenn die in Gewinn laufen und wenn die halt noch einen Punkt mehr bringen, dann ist es ein super Trade, ja, dann ist das on top. Und die wenigsten freuen sich über Trades. Die meisten nehmen 10 Punkte mit und dann sehen sie, wie der Markt 20 Punkte läuft. Dann, ach, so eine Scheiße, hätte ich mal, sorry für das Wort, hätte ich mal 20 Punkte mitgenommen. Hätte ich doch mitnehmen können. Ist aber Quark, ja. 10 Punkte mitgenommen, ich hatte ein Risiko von 10 Punkte, 10 Punkte mitgenommen, alles ist schön, die Welt ist in Ordnung, ich habe wenigstens was verdient. Ja. Also das wirklich sind, wie gesagt, sind Worte, ja, die aus der Praxis auch kommen. Ja, ich meine, ich habe alles das. Also einer, der fortgeschritten ist, der wird mir da zustimmen. Einer, der neu ist, wird mir teilweise nicht zustimmen. Und einer, der seit vielen Jahren schon praktisch tradet, der weiß auch, wovon ich rede. Ja. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier nochmal das Tief rausnehmen. Wir haben es jetzt gleich. Jetzt kommt noch ein ganz weiterer wichtiger Punkt. Wir haben 16:55 Uhr. Das heißt, die Stundenkerze ist gleich fertig. Die Stundenkerze sieht mal sowas von so schön weiß auf so schön schwarz gedreht. Ja, also ich bin gespannt, was jetzt hier passiert mit der neuen Stunde. Prinzipiell wird das Tief der aktuellen Stunde ziemlich interessant werden, weil, kann man sich ganz gut vorstellen, Trader auf anderen Zeiteinheiten, ja, es gibt ja nicht nur Trader wie wir im 1- und 5-Minuten-Chart, aber Trader, die auf Stundenebene traden und das Tief der letzten Stunde verkaufen wollen, die suchen sich natürlich dort Punkte. Das heißt, wir wissen zwar jetzt noch nicht, wo das Tief der Stunde ist, aber das Tief der aktuellen Stunde ist das hier. Ich mach's mal pink, damit man das vielleicht auch optisch dann nochmal für sich hat. Also wir müssen natürlich noch anpassen, je tiefer der Markt noch fällt. Noch wissen wir nicht, wo das Tief ist. Das heißt, das werden, oder worauf ich immer schaue, am Ende einer Stunde gerne ist, so wie jetzt gerade hier, wenn der Markt jetzt nochmal Dynamik aufnimmt, irgendwie so eine Formationskerze komplettiert, also das vielleicht aus so einer Kerze, das ist jetzt schon kein Shooting Star mehr, das ist ja schon echt eine Horror-Umkehrkerze. Aber wenn vielleicht so kurz vor knapp nochmal die Chance besteht, vielleicht auch aus einer steigenden Kerze plötzlich noch eine Hammerkerze zu machen oder aus einer leicht schwarzen noch eine weiße zu machen, also auf sowas schaue ich halt auch gerne. Ja. Gut, also der Trend ist auf alle Fälle knackemäßig short gerade. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, also das Tief der Stunde müssen wir jetzt immer anpassen. Ja, ich tue das mal hier simultan mit anpassen, so wie der Markt fällt oder steigt. Also das ist bis jetzt das Tief der Stunde. Und das ist nachher später in der Folgestunde durchaus ein interessanter Punkt für Trader, die natürlich dort handeln. So, jetzt haben wir mal, ich mache jetzt einen Trade, ich habe einen Long Trade gemacht. Das ist jetzt ein Long Trade, warum habe ich den gemacht?
Da muss ich nicht überlegen, das ist ein Fake-Ausbruch durch ein lokales Tief. Und da durchaus einen Trade, den man machen kann, durch ein lokales Tief, der jetzt nicht zwingend großes Potenzial, ich rede jetzt einfach mal, der Take Profit liegt hier bei 9,5 Punkte, fast am Hoch der Kerze. Die Kerze muss jetzt eigentlich, also der Trade im Minutenchart hat 1 Minute oder 2 oder 3 Minuten Maximum an Zeit. Diese Trades kann man machen und er ist mir bis jetzt ganz gut gelungen. Also ich weiß jetzt noch nicht, wie die Minute jetzt endet. Wird jetzt die Minute aber tiefer werden. Also ich kann den Stop hier direkt hier drunter setzen. Das heißt, es sind 26 Euro Risiko. So schnell werde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht erzählen können. Also wenn der Markt hier so eine Bewegung macht, also nochmal durchs Tief geht und hoch. Wenn wir das heute auf dem DAX sehen, dann sind das recht gute Trades. Die haben ein geringes Potenzial. Sie können, A, braucht man sehr viel an Erfahrung. B, also damit, wie gesagt, wenn das heute jetzt hier nicht aufgeht, dann ist das okay. Aber es gibt viele, wenn die Vola noch ein bisschen höher ist, dann sind das Trades, da sind ganz schnell immer mal so in 1, 2 Minuten 5 Punkte drin. Hier ist es jetzt nicht der Fall. Da kann ich den Trade eigentlich gleich beenden. 58. Von der Lage her ist er jetzt nicht optimal, aufgrund Stundenende auch noch. Ja, also wir sind genau am Stundentief jetzt long. Jetzt muss ich gucken. Ich werde den Trade jetzt mit einem ganz knappen Gewinn beenden, wenn er mir den noch hinstellt. Aber prinzipiell ist das durchaus ein Fake-Ausbruch, den man so traden kann. Wie gesagt, Haltedauer 1 bis 3 Minuten. Ja. So, damit man das mal sieht. Also wir sind jetzt hier minus 1, und Punkte 0,5. Also man muss ja mal gucken. Also hier oben die Punkte. Minus 2,5 Punkte. Ja. So, und wenn die Vola noch ein kleines Stück höher wäre, dann hätte ich hier gerne so 10 bis 11 Punkte gesehen. Wenn ich jetzt hier 3 oder 4 oder 5 Punkte verliere, ist das völlig okay. So, ich möchte aber eigentlich nicht jetzt fehlen mir die Worte, da merkt er, da tut es bei mir im Gehirn auch rattern. Da fehlen mir denn die Worte. 1, 2, 3 Minuten drin. Ich möchte eigentlich nicht zum Stundenwechsel eigentlich im Trade drin sein, weil oftmals, wir werden es wahrscheinlich gleich sehen, zum Stundenwechsel eigentlich der Markt noch mal kurz volatil wird. Ja. Mal sehen, vielleicht kriege ich ja. Genau, zum Stundenwechsel kann natürlich auch sein, dass ich ein bisschen Glück habe, aber normal möchte ich eigentlich gar nicht drin sein. Also so eine Kerze vielleicht noch 10 Minuten vorher gemacht, ist aber wesentlich besser wie genau zum Stundenwechsel. Ich komme ja ich gerade so viel geredet. Also hier bräuchte ich so langsam echt mein Order. Also hier komplett ohne Orderbuch wäre langsam verrückt werden. So, und wir sehen jetzt die ATR. Achso, wir haben ja hier. Die ATR ist jetzt so runter auf 12. Ja, auf 12 von ehemals 20. Und das gibt mir schon ganz anderes Stop-Management. Ja, das heißt, da brauche ich jetzt keinen 20-Punkte-Stop mehr haben oder so. So, jetzt wollte ich eigentlich den Trade, also ich bin jetzt raus aus dem Trade mit minus 6 Euro. Ja. Mir ist mir zu lasch. So, das Tief der 5-Minuten-Kerze hier ist gleichzeitig das Tief der letzten Stunde. So. Also ich denke schon, dass wir uns das jetzt nochmal holen. Mal gucken, wie sich der Markt jetzt daran verhält. Ja. Und was er da macht. Also 1, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, bei 86. Nee, Quatsch. Bei 33 zählt 31 2,1,9 Punkte minus. So.
So, und jetzt kommen wir schon in eine Phase, wir haben es jetzt 17:02 Uhr, jetzt kommen wir langsam in eine Phase, da, man sieht es auch hier, jetzt geht die Vola schon raus, wir, und ach genau, jetzt schauen wir uns nochmal an, jetzt schauen, dass die, also jetzt schauen wir mal, also wenn der Fake-Ausbruch gut gelaufen wäre im 1-Minuten-Chart, wie gesagt, der muss es wirklich optisch gut aussehen. Mal sehen, ob es hier 2 Minuten noch steigt, denn dann wäre das auf das, was ich gesetzt hätte. Sagen wir es mal so. Also auf visuell. Ja. Man kann, wartet, ich zeige euch mal was im DAX, so wie es heute im DAX gehandelt habe. Wo steht denn der DAX hier? Warte, ich zeige es euch mal im DAX. Und zwar sowas meine ich da. Und zwar nur so ein kurzes rausnehmen und dann wieder zurück in die andere Richtung. Ah, hier, genau, so. Wo ist es jetzt hin? Da ist es. Seht ihr das? Das ist das, worauf ich jetzt gesetzt hätte. Also nochmal, der Markt bewegt sich eigentlich nach oben, fällt nochmal runter und hier drüber nochmal ein kurzer Long Trade für 2 Minuten. Ja, 5, 6 Punkte, völlig okay. Also das da oben, das ist ja mal. Ja, also sowas versuche ich ab und zu, wenn der Markt ein interessantes Level erreicht hat. Ich glaube, das war hier so, da konnte ich hier, ja, genau. So, da halt, Quatsch, da hatte ich es drin, so. So, vom Tagestief das Fibo hoch. 38% korrigiert, zieht an, fällt runter. Nochmal das Tief rausgenommen, über dem Hoch der Kerze wieder rein. Schließt nicht darunter im 1-Minuten-Chart und dann nochmal hier ein paar Punkte mitgenommen und dann ist fertig. Ja, also so, das war jetzt von der Lage her optisch schöner gewesen, wie das, was jetzt der Dow da gemacht hat. Gut, also es bleibt prinzipiell, wir schauen uns gleich nochmal das Volumen an, also prinzipiell heute mal kein Gewinntag, ja, im letzten Webinar, glaube ich, war noch ein Gewinntag drin. Ja, kommt aber auch, ist völlig normal, kommt durchaus auch vor. Also von der Lage her ist Folgendes. Wir sind in einer Abwärtsbewegung drin. Wenn man jetzt nachher weiterschaut, die 17.000, ich muss mal hier das wieder. So, warte, jetzt muss ich noch mal schauen. Also das Tief der Stundenkerze ist genau hier. So, das ist das Tief der Stundenkerze. Bis jetzt hatte ich das Tief der Stundenkerze gehalten. Des Weiteren kommt es jetzt darauf an, was passiert, wenn der Markt mal den Punkt hier 17.647 rausnimmt. Was passiert danach? Und wie sieht der Markt denn bis dahin aus? Also es heißt, was ist, wenn der Markt jetzt hier vielleicht steigende Tiefs ausbildet bis dahin. Ich zeichne das jetzt schon mal vor. Ob das so kommt, weiß ich nicht. Also jetzt für die, falls der Markt hier steigende Tiefs ausbildet und da durchgeht, kann dann wieder die Aufwärts, also das heißt, dann wechselt das ganze Ding von abwärts wieder auf aufwärts. Ja. Wenn er denn aufwärts geht, wie weit geht er aufwärts? Also falls das triggert, da kann man hier das letzte Bewegungsfraktal, also die letzte Bewegungsstrecke nehmen, was auch gleichzeitig, nee, die Stunde ist ja bis ans Hoch. Ja, was, nehmen wir mal, also das letzte Bewegungsfraktal, das heißt eine Bewegung bis 17.656 wäre durchaus auch möglich. Ja. Das heißt, der Markt kann durchaus, hat auch die Chance, also so völlig nicht ausgeschlossen, dass der Markt wieder stärker steigt. Nehmen wir jetzt mal nur die letzte Stunde ins Fibonacci-Retracement, also vom Hoch zum Tief. Ja, dann kann es durchaus sein, 38% Korrektur. Also das heißt, der Markt hat durchaus das Potenzial, sofern er denn gewisse Punkte triggert, auslöst, durchaus auch diese Bereiche hier wieder zu erreichen. Sehe ich jetzt nicht als unwahrscheinlich an. Ja, als Short Trader möchte man jetzt nicht sehen, dass der Markt hier kontinuierlich nach oben geht. Als Short Trader möchte man sehen, dass der Markt unterhalb der 17.646 bleibt und dann so nach und nach dann wieder fallende Tiefs ausbildet, um dann das Tief der letzten Stunde zu triggern und dann das letzte Tief ab Eröffnungstief dann rausnimmt. Ja, so. Das ist eigentlich das, was man als Short Trader sehen möchte. Gut.
Also und so würde ich mich dann halt über die Struktur weiter an dem Markt entlang hangeln, Candle für Candle, und nach entsprechenden Setups suchen, die ich dann trade. Das können, wie gesagt, es kann auch sein, dass man dann vielleicht in einer halben Stunde eher wieder doch die Long-Seite tradet, ja, weil Abwärtsstruktur wieder zu Ende ist. Und so zieht sich dann das Bild dann davon, ja. Gut, jetzt noch mal ganz kurz zum Ende hin auf das Volumen geschaut. Und für alle, die jetzt noch reingeschaltet haben, bevor ich das noch mache, ganz kurz noch mal. Also wer Interesse hat am Webinar, Fake-Ausbrüche und Einstieg im Trend, den Code aufschreiben, HBIBOS20, der bekommt 20% Nachlass, 20% Nachlass auf diesen normalen Preis für 8 Stunden Seminar plus Videos plus PDF plus Zertifikat. Und dazu als erstes auf der GoldmoonTrader-Seite auf Webinare, Seminare gehen und dann auf als zweites mein Name auswählen und dann sieht man schon die Veranstaltung. Gut, das nochmal als Hinweis. Genau, weil die ersten machen den Flieger und wie gesagt, an der Stelle nochmal, genau, aufs Volumen wollte man nochmal zu Ende kommen und da gab es nochmal zwei Fragen. Also, wir nehmen jetzt hier den DAO Future her. Da ist er. So, nehmen wir jetzt nochmal hier den Future her. Und hier unten die blaue Linie, das ist das gehandelte Volumen. Ja. So, das gehandelte Volumen. Und beim gehandelten Volumen sind wir jetzt auf der linken Seite stehen die Anzahl der Kontrakte. So, wir sind jetzt ab 17 Uhr runtergegangen auf 1200. Das ist durchaus sogar noch viel rein jetzt vom Volumen. Und jetzt schaut man sich das mal auf den gestrigen Tag an. Ich tue mal hier dieses raus. So, jetzt sieht man nur das Volumen. Und dann sieht man, ab 18 Uhr geht das runter, das Volumen gestern auf 500 Kontrakte. Und ab 20 Uhr geht es nochmal ein bisschen hoch bis 22 Uhr. Aber da sieht man fast jeden Tag, wie das Volumen hier fällt. Auch hier ja, ab hier 17 Uhr sind wir bei 1800 Kontrakte, geht runter dann bis auf 400 Kontrakte. Also hier bis 20 Uhr ist nada, ist nichts los. Ja, und so geht das jeden Tag. Ja, dass das Volumen 15:30 hoch und dann sieht man ab hier, das sind wir dann ab 18 Uhr bei 500 Kontrakten, die da gehandelt werden nur noch. Ja, und ab 20 Uhr wird es dann wieder mehr, geht es dann hoch auf 1400 Kontrakte. Ja. Das Volumen für einen DAX kann ich auch anzeigen. Ja, mache ich einfach einen DAX an. Zeige ich euch gerne. So, DAX-Volumen, 5-Minuten-Chart. Machen wir es mal anders. Machen wir einfach mal ganz normal das Volumen hier rein. Quatsch, Volumen machen wir mir hier als Candle. Oder als Bar. So, da habt ihr das jetzt immer ein bisschen besser. Gut. So, da haben wir den DAX als Volumen. Auch da, klar, wenn dann 17:30 fertig ist, ja, dann geht das Volumen stark nach unten. Also ich zoome es nochmal auf. Also im DAX haben wir eigentlich hier konsequent oder sehr oft hohes Volumen zwischen 500 bis 1000 Kontrakte, die wir traden, teilweise 1800 in der 5-Minuten-Kerze und dann ab 17:50, 18 Uhr, wenn dann nur noch Feierabendhandel ist, dann wird es dann sehr, sehr mau. Ja, weil dann handelt ja keiner mehr. Dann ist ja der Kassamarkt, der um 17:30 macht, schließt zu und dann passiert halt auch nichts mehr. Mittagszeit auch hier, ab 11 Uhr wird es dann auch oftmals sehr gering, bis zu den Amis dann 14 Uhr. Also wie gesagt, das jetzt hier ist ein Tag, wo kaum was los war. Ja, Mittagszeit ab 14 Uhr, 200 Kontrakte nur getradet. Kann man noch ein paar mehr Tage laden. Ja, also so sieht's aus. Ja. Typisches Verlaufmuster im DAX. Also 500 bis 1000 Kontrakte. Spitzen gehen hoch bis 1,8 im 5-Minuten-Chart. Und dann, wie gesagt, ab 17, 8, ab 18 Uhr spätestens wird es dann in der Mehrzahl der Fälle ganz wenig mit Volumen.
Ich habe den Ninja Trader. Ja. Ich habe den Ninja Trader. Gut. Schauen wir uns nochmal den Dow hier an. Quatsch. Aber wenn er jetzt dann doch hochgeht, gut, dann wäre es jetzt der letzte Trade. Ja. Also kaufen sie doch wieder direkt das Ding. Ja, und da muss man dann halt wieder auf Zack sein. Ja, darf sich dann wieder auf Short nicht komplett versteifen, muss dann sagen, gut, ja, der hat jetzt wieder die Chance, da wieder peu à peu nach oben zu gehen. Ja, und so muss man sich dann halt versuchen, den richtigen Read auf dem Markt zu bekommen oder sich da in die richtige Lage hinein zu versetzen. Ja, und die Frage, die man sich jedes Mal stellen muss, handle ich aus so einer Konstellation heraus antizyklisch long? Also die ganz große Frage zum Ende noch hin, schnell gezeichnet. Wir hatten heute, halt, machen wir hier mal das. Wir hatten ja heute diese Aufwärtsbewegung. So, das ist das, was auch Thema denn sein wird, auch in dem Seminar. Noch schnell die Schriftfarbe zum Ende hin. Ach, nicht schwarz. Gelb, so. Stift her. So, wir hatten ja heute die Aufwärtsbewegung, ja, so. Denn die Chance, vielleicht sogar hier, ab hier nochmal weiter zu starten, was ja nicht durchging, so. Und die Frage, die man sich hier immer stellen muss, ist, wie weit sehe ich, dass der Markt nach unten geht? Und wenn wir die Bewegung sehen, die geht halt komplett nach unten, über 61% der vorhergehenden Bewegung. Das heißt, die Frage, die man sich immer stellen muss, ist, also es hätte auch sein können, der Markt fällt jetzt hier komplett auf neues Tagestief, ja. Neues Tagestief, ja. So, was macht er aber jetzt mit neuer Stunde? Jetzt fängt der Markt mit neuer Stunde zu steigen. Das heißt, wenn ich hier unten long gehe, gehe ich erstmal antizyklisch long. Sollte der Markt jetzt hier komplett nach oben durchsteigen, dann bin ich hier prozyklisch long, ja. Und es kommt dann vielleicht hier oben wieder so ein Punkt, wo man überlegen kann, gehe ich an diesem Punkt wie auch schon davor, hier antizyklisch short. Das heißt, ich sage, das ist die Erholung, es geht nicht höher und jetzt trade ich nur short. Das heißt, aus antizyklisch short wird hier prozyklisch short, weil da war es ja dann kurz ein Trend. Und auch hier kann es sein, an dem Punkt, genau hier gehe ich short und setze genau auf das. Und wenn das kommt, ja, dann gehe ich hier oben antizyklisch short. Und das muss man sich halt immer die Frage stellen, ab wann gehe ich antizyklisch oder wann gehe ich mit dem Markt mit? Und am Anfang sollte man erstmal die Sachen suchen, wo man mit dem Markt mitgeht, weil es ein bisschen einfacher zu handeln ist. Ja, und wie gesagt, kann jetzt auch sein, dass der Markt hier das, wie ich es vorhin eingezeichnet habe, schon vorgezeichnet hatte, komplett dieses Widerstandscluster, was ich hier eingezeichnet habe, nicht überschreitet oder wenn es überschreitet, dann ja, dann kann es komplett hochgehen. Ja, weil wir dann die ganzen Punkte, die vorher für Short relevant waren, müssen auf der anderen Seite genau, weil jeder, der hier verkauft hat in der Abwärtsbewegung, wird jetzt zum Käufer in der Aufwärtsbewegung. Automatisch, ob er will oder nicht. Weil sobald er seinen Trade schließen muss, wird er ein Käufer dieses Marktes und führt am Ende zwangsläufig automatisch durch seine Aktion zur Bewegung. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es auch nicht nach oben gehen. So einfach kann man sagen. Ja. Ja. Gut. Frage, also es sind etwas neuere Inhalte dabei, eventuell für jemanden, der das Webinar besucht hat, schon mal, also ein Skype-Trading-Webinar besucht hat, müsste man mal überlegen, vielleicht kann man im Preis nochmal was machen. Prinzipiell ist es jetzt nicht komplett anders, weil der Markt als solches sich ja im kurzfristigen Bereich nicht komplett verändert. Ja. Ja. Das habe ich nie verstanden, weshalb ich, wenn ich verkaufe, automatisch zum Käufer werde. Wir sind zwar über der Zeit, aber ich werde die eine Frage noch beantworten. Also da wegen dem Webinar nochmal eine E-Mail an Behrendt.
buerse-go.de, wenn es interessant werden würde. Vielleicht findet man noch was. Was wollte ich sagen? Achso, warum werde ich zum Käufer, wenn der Markt nach oben geht? Ganz einfach, ich tue das jetzt mal nur, damit man sich das vielleicht nochmal besser vorstellen kann, nur mal simulieren. Also ich kann jetzt nun, also damit ich es vielleicht nochmal ein bisschen besser erklären kann, mache ich mal Folgendes. Dafür muss man in den Future-Markt gehen und wir machen jetzt mal Folgendes. Wir nehmen den Dow Future jetzt daher. 5 Minuten Chart, so. Als allerletzter Punkt. Dow Future 5 Minuten Chart, so, da ist er. So, als Beispiel, ich gehe jetzt hier im Dow Future Short. Ich bin jetzt ein Trader, ein großer Trader. Ja, also nicht so ein kleiner, ja, so. Das heißt, nehmen wir mal immer 10 Kontrakte. So. So, ich bin jetzt hier short im Markt mit 10 Kontrakten, ja, und habe vielleicht, wir gehen mal, so, jetzt sind wir mit 50 Kontrakten short. So, das heißt, ich bin ja im Future-Markt short, ja. Achso, den Link, den stelle ich nochmal, den stelle ich gleich nochmal rein. So, das heißt, ich bin jetzt short mit 50 Kontrakten. So, damit ich meine 50 Kontrakte loswerde, also wenn ich die jetzt mal als Beispiel hier oben drin gehabt hätte, wenn ich diese 50 Kontrakte, ihr seht ja hier, wie viele Kontrakte hier getradet werden auf einem Level. Das sind gerade die ausgeführten Kontrakte an der Börse in USA, die gerade gehandelt werden. So, jetzt bin ich mit 50 Kontrakten short. Damit ich 50 Kontrakte loswerde, muss ich eins machen, ich muss auf Kaufen drücken. Oder ich muss hier eine Stop-Order reinlegen. Das heißt, ich lege jetzt hier eine Buy-Stop-Order rein von 50 Kontrakten. So, machen wir hier mal 10 rein. Da nochmal 10 rein. Ja, da nochmal 10. Da nochmal 10. So, wenn diese Kontrakte, diese Kauforders, die jetzt hier drinnen stehen, getriggert werden, dann treffen sie auf die Verkäufer. Das heißt, ich tue von diesen Limit-Verkäufern entsprechend die Orders bedienen und das führt am Ende dazu, dass ich, wenn ich im Future-Markt ein Verkäufer war, ich automatisch zum Käufer werde, wenn ich aus dem Markt aussteige. Das ist der Grund, warum der Markt entsteigt. So, das heißt, wenn das jetzt die Stops waren, treffen die sozusagen hier, ja, diese Kontrakte treffen jetzt hier drauf, stoppen mich aus, dadurch, wenn das jetzt realer Handel wäre, 10 Kontrakte treffen hier auf, ja, und jetzt diese meine 10 Kontrakte, die hier standen, treffen jetzt auf die ganzen Käufer. Und jetzt muss der raus und jetzt schwuppdiwupp. Ja, so 10 haben wir noch drinne. So, und jetzt sieht man hier eine Latte an Käuforders. Ja, das sind eventuell Stops von denen, die jetzt da vorgeschortet haben. Ja, und deswegen werden die Verkäufer im nächsten Schritt immer zum Käufer. Das ist der Grund, warum es jetzt hier so nach oben geht. Und jetzt hat man hier gerade gesehen, 14 Kontrakte, 16, 13, 3, 10, 14. Natürlich, die Limit-Verkäufer stellen sich jetzt hier nicht rein, weil sie wissen ja, dass wenn da die Stops gezogen werden, dann versuche ich als Verkäufer noch etwas höher reinzukommen. Deswegen lässt sich der Limit-Verkäufer hier oben vielleicht bedienen. Also einer, der long ist, ja, der geht da hier vielleicht noch ein bisschen höher. So, das ist der nächste Staubereich. Mal gucken, wie lange. So. Na, komm mal her. So. Ja, das ist der Grund, warum der Markt so steigt, wie er steigt. So, jetzt muss ich mit dem Rest mich ja, lass ich mal close. So. Ja, das heißt, der Trader, der hier unten geschortet hat, mit 50 Kontrakten short ist, muss dann, so, je schneller das hochgeht, muss er halt da Market reinkaufen. Und führt automatisch zu der Bewegung. Hoffe vielleicht jetzt ein bisschen verständlicher. So, jetzt nochmal der Link. Den Link zu meinem Webinar oder Seminar. Ah, findet ihr den unter dem Artikel. Ich gehe nochmal dahin. Also ihr geht auf die Gottmo Trader Homepage. Dann geht ihr auf Webinare, Seminare. Dann geht ihr auf den Experten Heiko Behrendt.
oder Berend Heiko. Und dann geht ihr auf diesen Link, vierteilige Seminarreihe. So, jetzt kopiere ich den Link hier rein. Kopiere ich den rein in den Chat und da habt ihr den. Also Link anklicken und abspeichern. In Ruhe durchlesen, was alles Teil dieses Seminars ist und dann überlegen, ob es was für einen ist oder nicht. Gut. So, vielen Dank für das Feedback. Also ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen fürs kurzfristige Trading. Mir tut der Mund weh von vielen Reden. Hat mir auf alle Fälle heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Das Video wird jetzt auch wieder hochgeladen. Hat mich gefreut, dass ihr so wiederum so zahlreich erschienen seid und dass wir ja heute sicherlich keinen Gewinntag gehabt haben, aber ihr einfach gesehen habt, wie es auch laufen kann. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, ich bin auf der Invest zu sehen im Live-Trading nochmal. Hoffe, da läuft es ein bisschen besser wie jetzt hier im Webinar. Ansonsten im Guidance-Stream bin ich zu sehen. Ich habe einen YouTube-Channel, also ihr findet mich überall. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr wieder was mitnehmen konntet, euer Trading vielleicht verbessern könnt und vielleicht sieht man sich ja auch in meinem Premium-Service. Bis dahin wünsche ich euch allzeit gute Trades. Haltet mir den Stop in Ehren. Und ja, bis nächste Webinar findet statt am, was ist denn das für ein Dienstag? So, ganz kurz gucken. Nächste Webinar ist, der nächste Dienstag ist, warte, chill mit Ö kommt gleich. April, der erste Dienstag ist der dritte, fünfte. Der dritte, fünfte ist das nächste Webinar. Gut, also in diesem Sinne euch gute Trades und wie immer, genau, ihr kennt es ja am Ende, tschö mit Ö. Mir hat es viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass das Video dann heute Abend, morgen, wie auch immer, dann online gestellt wird. Bis dahin, euer Heiko.